Die haben's aber eilig. Komm, Bauer. Mittagszeit ist. Ja, ja. Uli! Jetzt lass nur, wir gehen essen. Ja, Vater, ich komm gleich. Gerade das Stickel da möchte ich noch fertig machen. Ja, der Uli, an dem könnten sich alle ein Beispiel nehmen. Na komm! Darfst du die Sensen nicht da, Bauer? Wir mähen ja Nachmittag weiter. Heute Nachmittag habe ich was anderes vor. Was war das einmal für ein schönes Leben auf dem Hof? Ja, wie die Bärin selig noch gelebt hat. Da war Ordnung und Sauberkeit bis in den kleinsten Wissen. Viel zu früh ist sie uns weggestorben, die Bäuerin. Das ist es. Das Weib gehört daher. Das ist das Um und Auf von jedem Bauernhof. Vater! Ja, bist jetzt fertig geworden? Na komm, gehen wir essen. Ja, gleich. Ich schau nur noch schnell, ob die Heustanker hergerichtet sind. Und zur Plätz muss ich auch noch. Die hat mir heute in der Früh beim Futtern gar nicht recht gefallen. Ja, das ist ein richtiger Bursch. Der kann Haus und Hof im Stand halten. Der wird auch einmal ein tüchtiges Weib haben. Der wird das haben, was mir versackt geblieben ist. Kinder, Erben. Ja, das wird der richtige Markthofbauer. Was? Du willst dem Uli übergeben? Dein Knecht? Knecht, was Knecht? Der Uli ist mir mehr als wie ein Knecht. Er hängt an Haus und Hof, als wenn es sein eigen wäre. Er hängt an mir, wie man nur an einem Vater hängen kann. Und ich sehe in ihm nichts anderes als wie meinen eigenen Sohn. Einen besseren Nachkommen kann ich nicht finden. Na gut, da kommt halt Fremdsblut auf den Hof. Im Glaubenssakrament ist das ein sautums Geschwatz. Fremdsblut, Fremdsblut. Ich kann jetzt kein eigenes auf den Hof mehr herzaubern. Zaubern? Zaubern? Das ist doch eine ganz eine einfache Sache. Brauchst du dir selber denn gar nichts mehr zu? Jetzt so, das sind ja Dummheiten. Nach dem Essen fahre ich in die Stadt und mache beim Notar alles richtig. Sollen die Leute davon wissen, von dem, was du vorhast? Das geht niemandem was an. Und der Uli, für den soll es eine Überraschung sein. Was ist? Wann kriegen wir denn endlich das Essen? Du wirst es schon nicht erwarten. Ich sehe der Bauer noch nicht da. Erst seit 4 in der Früh sind wir oben beim Mähen. Da glaubst du, wir haben keinen Morgen? Ist noch keins der Hunger, der Markthof. Ja, du nicht. Ja. Woher du dick und fett geworden bist, das weiß ich nicht. Und der Blödheit. Ja. Nein. Was ist? Komm. Ich soll mit dem Essen anfangen. Der Bauer kommt gleich. Was hat er gesagt? Nur langsam. Herr Professor, ich hab mich mal verbrannt. Jetzt ist das dies wieder eine Saufrosheit. Was, Saufros? Du kommst wohl von einem Schloss, wo du alle Tag Händeln und Schweinsbraten gegessen hast. Ja, lass mir doch mal hin. Ja. Na, da könnt ihr uns schon wirklich grausen. Ja, was kriegt denn mit mir? Sagt es den Bauern. Aber da traut sich niemand das Maul aufzumachen. Da kuschen sie alle. Guten Appetit, Leute. Ja. Ja, aber viel Zeit habe ich nicht mehr. Guten Appetit. Guten Appetit, Uli. Heute bist du ja ganz feierlich beieinander, Bauer. Hast du was vor? Das geht dich gar nichts an. Neugierige Urschel. Ruhig da. Ich fahr heute über Land. Meinst, spann den Fuchs rein. Ja, zuerst essen lassen. Ich mach schon, Vater. Ich werde so 2 bis 3 Tage fortbleiben. Und in der Zeit ist der Uli da, der Bauer, dass ihr es noch wisst. Was er anschafft, ist genauso, als wenn ich es angeschafft hätte. Richtet euch danach. Na, Uli, hast du schon eingespannt? Na, ist recht. Wann kommst du denn zurück, Vater? Na,
Ich hoffe, dass alles bald erledigt ist. Aber so ein 2-3 Tage wird schon dauern. Da ist was passiert? Ja, aber geh, was soll denn passiert sein? Na, du wirst es ja noch rechtzeitig erfahren. Geh, komm, Uli. Fahr ein Stückchen mit. Ich? Ich hätte gern mit dir was zu reden. So. Was ich euch alleweil gesagt habe. Der Uli, das ist das richtige Vaterbierbel. Der gilt was. Gegen den sind wir alle nichts. Das hat seinen guten Grund. Ach so. Ist der vielleicht was Besseres wie wir? Der armselig Bettelbub, den der Bauer aus Gnade und Barmherzigkeit aufgenommen hat. Gewiss. Der Uli ist nur dankbar und lohnt ihn auf seine Weise. Und dass ich nicht lache. Unser Herr Pfarrer sagt, der Neid ist ein Laster. Sehen Sie nicht? Mir scheint, du bist noch lange nicht so dumm, als wie sie die alleweil machen wollen. Der Bauer kann noch so reich sein, wenn er nicht auch ein tüchtiges Weib hat, ist alles nur eine halbe Sache. Uli, du bist doch schon längst in den Jahren, wo ein Bursch an sowas denken muss. Na, was ist, Uli? Rührt sich da noch nichts bei dir? Hoi, Vater, ich meine, rührt sich schon was. Na, da schau her. Ja, wer ist denn dann die Auserwählte? Ja, das weiß ich nicht. Was? Wir haben uns einmal ganz zufällig getroffen. Ich bin gerade von der Alm runtergekommen und sie hat im Wald Heidelbeeren geglaubt. Und? Nichts gesagt? Nichts geredet? Nichts gefragt? Nein. Nur angeschaut. Ja, aber gefallen hat sie dir die Dirn, was? Oh ja. Ich muss auch seit der Zeit immer an sie denken. Ich war schon ein paar Mal an der Stelle, aber sie ist nicht wiedergekommen. Tja, da kann er dir nur sagen, Uli. Schau, dass du dein unbekanntes Mädel so bald wie möglich wiederfindest. Und ist sie brav und rechtschaffen? Na, dann wirst du sie vielleicht bald nötig haben. So, und jetzt gehen wir wieder zurück, Uli. Ich muss fahren. Schauen wir auf Haus und Hof, Uli. Und für Gott. Fühl dich nach. Jetzt haben wir eine Zeit an neuen Bauern. Das ist fein. So? Gefällt's dir, Zänzele? Aber das sag ich euch. Mit mir darf der nicht herumkommandieren soll. Genau wie beim Alten. Wie meinst du das, Manns? Na, nix, nix. Bauer. Geh, ist doch Bauer. Guten Appetit, Bauer. Geh Aber mir scheint, da bin ich gerade noch zurechtgekommen. Ich hab nicht mehr der Hecht. Ja, das glaube ich dir gern, Dirn. Hab ja ich alle Kraft dazu gebraucht, den wilden Teufel zu erhalten. Ich danke dir schön, Bauer. Vergelt das Gott. Aber geht's, geht's. Macht's doch jetzt nicht so ein Wesen. Ja, jetzt muss ich aber schon recht dumm fragen. Du, sag, ich bin doch da am Klarerhof, nicht? Ja, freilich, Marktbauer.
Es ist aber schon eine Zeit her, dass du da warst. Ja, ja, allerdings, ja. Das letzte Mal halt beim Begräbnis von deinem Mann, dem Clara Hirs, gell? Ja, ja. Ja, also, geht euch gut, Leutlein? Ich muss schauen, dass ich wieder weiterkomme. Oh nein, das darfst du mir jetzt nicht antun. Jetzt musst du ein bisschen da bleiben und einen kleinen Imbiss nehmen. Ich danke dir recht schön, Agnes, aber es geht wirklich nicht. Nein, nein, ich hab die höchste Zeit. Aber das ist doch gleich geschehen. Ja. Ich mach gleich einen Kaffee. Ein Kaffee, das einer. Ja, ein kleines Viertelstündel, nicht? Und das braucht einem ja schließlich nicht leid zu tun. Denn da herinnen, da ist ja alles so freundlich und so sauber und so nett und so lieb. Ja, dass man ganz gerne noch eine kleine Weile verbleibt. Und bis der Kaffee fertig ist, können wir uns dabei den Hof anschauen, wenn du magst. Ja, ja, freilich, freilich. Heißt halt das, wenn du dich schon wieder so weit erfangt hast, Marei? Ja, freilich. Mir fehlt nichts mehr. So? Na, dann ist es recht. Mein Gott, den Bauer hat uns Rebe Himmel geschickt. Kleine Stückchen. Weil ihr aber nicht aufpassen könnt beim Vieh. Sag einmal, Marei, wie viel habt ihr denn hier im Stall? Bloß eine. Den Stier hat die Gemeinde bei uns eingestellt. Was? Eine Kuh und ein Gas? Sakra, sakra, Marei, das ist nicht viel. Teufel, du, das Platzl, das kommt mir bekannt vor. Ja, natürlich. Ja, freilich. Ja, du, Mare, weißt du, dass ich dich eigentlich schon lang kenne? So? Also, pass auf. Da bin ich ja mal vor vielen Jahren da vorbeigekommen. Und da ist auf dem Baum da drüben ein kleines Dirndl gesessen, ja, und hat sich die ersten süßen Maulbeeren gut schmecken lassen. Und da unten, da ist ein Mann gestanden, der hat zu dem Baum hinauf geschimpft und geflucht. Schau, dass du runterkommst vor dem Baum, du Saufratz, du, auf der Stelle. Ja, das war mein Vater. Da bin ich näher gekommen und sag zu ihm, geh, du, pass doch auf, was ist denn, wenn er das Kind herunterfällt? Ha, er ist aber jetzt anders auf mich los. Und wenn er so wäre, sagt er, ging's dich an Schmarrn an. Es ist immer noch mein Kind. Na, übrigens zerreiß nur du da nicht das Maul, sagt er. Dir ist ja noch kein Kind vom Baum heruntergefallen. Es hat mich sackrisch gewurmt. Er hat ja recht gehabt. Ich habe ja wirklich keine Kinder nicht gehabt. Na, da habe ich die vor dem Baum heruntergelupft und hab die in meinen Armen gehalten. Gerade so wie da vorhin. Naja, weil du halt gar so ein liebst, so ein herziges Mädel gewesen bist. Ja, und den Kreuzer habe ich da gegeben, damit du dir beim Kramer ein paar Zuckerlein kaufen sollst. Ja, da kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Naja, Kreuzer kann er da heute freilich kaum mehr geben. Denn aus dem kleinen Dirndl von damals, da ist ein Weibsbild geworden. Ein stattliches, das ein freies Herz im Leib locht. Kommt, der Kaffee ist fertig. Jetzt geh, trink noch, Bauer. Nein, nein, danke schön, Marei, danke schön. Es geht wirklich nicht mehr, ich muss ja fahren. Ich hab ja noch Ross und Wagen draußen stehen. Die haben schon eingestellt und den Fuchs in den Stall down. Ah, da schau her. Haha, du, mir scheint, du bist der ganze Gescheitsbürschel, du. Nein, nein, ich muss aber jetzt wirklich fortleiteln. So gut ist mir auch bei euch da gefallen. Du hast denn so eilig? Ja, wo willst du denn hinfahren? Ja, ich muss in die Stadt fahren. Wichtige Sachen, wichtige Sachen. Ja, das glaube ich. Was der Marktbauer anfängt, das ist wichtig. Anfängt, wie man's nimmt, Mare. Ich bin jetzt gerade dabei, eigentlich etwas zu Ende zu bringen. Ja, also jetzt muss ich aber wirklich lachen. Aus dem kleinen Nachmittagscafé läuft jetzt ein Abendessen morgen und ich sitze noch immer da. Ja, heute kannst du doch nimmer weiterfahren, Bauer. Na, da kommst du in die geschlagene Nacht hinein. Ach, meine Viehzweiberleute übereinander, vor lauter Versitzen und Vertratschen. Na, aber vielleicht war mein Verbleiben doch nicht ganz umsonst. Na also, dann tust du halt bei uns da übernachten, gell, Bauer? Was das auch noch? Na ja, also, meinetwegen. Dann riecht geschwind die Oberstuben her, Marei. Ja, gleich, Mutter. Ein Brachtmädel, die Marei. Ich kann mir sie nicht nur anschauen. So, gefällt sie dir? Ich glaube, die gefällt anderen schon auch. Ja, du, da muss es ja manchmal hoch hergehen bei der ihren Kammerfenster. Na, auf sowas lässt sich mein Marei nicht ein. Na Gott, warum? Das Mädel ist doch in den Jahren. Das heißt, eigentlich in der letzten Zeit ist sie mir manchmal ein bisschen verändert vorkommen. So? Ja, und was man so sagt, einen Schatz hat sie noch nicht, hä?
Na, davon weiß ich nichts. Mhm. Denn wenn sie so wäre, dann wisst ihr's. Kannst schon kommen, Bauer. Bin schon fertig. So. Dann wünsche ich dir gute Nacht, Bauer. Schlaf recht gesund. Ihr tut deine Mama wirklich verwöhnen. Aber geh, das ist doch nicht der Rede wert. Wir vom Klarer Hof sind arme Leute, aber wir wissen schon, was sich gehört. Ja, ja, das sehe ich. Und so könnte es vielleicht auch wieder einmal am Markthof werden, wenn... Wenn? Du sag einmal, Mare, möchtest du nicht zu mir am Markthof kommen? Ja, wie meinst du das? Na, als Wirtschafterin? Ja, ja, das möchte ich schon. Ja, aber da wäre ja die Mutter ganz allein da. Oh, da tue ich schon irgendwie Abhilfe schaffen. Ja, weißt du was, Mare, red heute halt mal mit deiner Mutter. Na, jetzt überschlafen wir einmal vor der Hand die ganze Sache und morgen reden wir darüber weiter. Also, recht gute Nacht, Bauer. Gute Nacht, Mare. Was nutzt mir schöner Affe, wenn er ein wenig ist faul? Was nutzt mir schönster Affe? Ja, was ist, kannst du immer weiter? Denn's hat ein loses Maul. Öha! Ja, was schaut's denn so dumm? Vorwärts! Ausspannen! Gestern Nachmittag ist er fort. Drei Tage bleibt er raus, hat er gesagt. Und heute ist er schon wieder da. Er scheint, da hat was nicht gestimmt mit dem in die Stadt fahren. Ja, was, Bauer? Du bist schon da. Naja, wie ziehst du? Ja, ist dir in der Stadt rein nicht so ausgegangen, wie du es haben hast wollen? Ach was, ich war ja gar nicht in der Stadt. Was nicht? Ja, warum denn nicht? Herrgott, die dumme Fragerei. Ich weiß schon, was ich tue. Bin ich jetzt erschrocken? Na, was schaust denn so? Bin ja Gespenst. Dass du schon da bist. Dann komm ich dir vielleicht am Ende zu früh. Also vorwärts jetzt mein Kaffee. Mein Gott, Bauer, jetzt hab ich gar keinen. Ja, ich hab ja nicht gewusst, dass du heute schon kommst. Ach Gott, so eine schlampige Wirtschaft übereinander. Die Sache wäre immer anders machen. Jetzt schau und frag du nicht auch noch. Ich bin heute da. Du, pass auf, Uli. Mit der Lena, mit dem schlampigen Frauenzimmer, halt es einfach nicht mehr aus. Ich tue sie weg. Das habe ich dir schon lang gesagt, Vater. Ich brauche sie ja nicht mehr. Ich habe einen anderen gefunden. Geh, okay, wirklich Bauer? Ja, weißt, Uli, wie ich da gestern in die Stadt gefahren bin. Teufel, das ist aber geschwind gegangen. Wieso? Ach so. Naja, also, ich war ja gar nicht in der Stadt. Nein, ich habe mich am Klarerhof so lange verhalten. Und dort habe ich ein Dirn kennengelernt. Ein Dirn, sage der Uli. So was Braves, so was Rechtschaffenes, so was Sauberes. Hast du überhaupt noch nicht gesehen? Na, wenigstens auf den Hof da nicht. Wer ist es denn? Die Marei, die Tochter vom Haus. Ihre Mutter, die Bäuerin. Und sie selbst, die haben mir schon so halb und halb zugesagt, dass die Dirn zu uns am Hof als Wirtschafterin kommt. Du hast aber Glück gehabt. Ja, das will ich hoffen. Darum möchte ich jetzt auch die Gelegenheit gleich beim Schopf nehmen und die Dirnen so bald wie möglich daher haben. Ja, Freilich, die holen wir uns. Ja, du, da wäre ich froh. Ja, ich fahre am nächsten Sonntag gleich rüber. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich die Dirn nicht mitbricht. Bring mir die Dirn, Uli. Ich werde dir's danken. Schau, Marei, da steht schon wieder ein Wagen. Mir scheint, der war schon einmal da. Freilich, der ist ja vom Markthof. Dann wird wohl der Alte auch nicht weit sein. Wegen deiner Dirn brauchst du keine Angst zu haben. Der wird es bei uns gewiss nicht schlecht gehen. Das weiß ich wohl. Aber es ist halt das erste Mal, dass meine Marei von mir gehen soll. Aber geh, sie ist doch nicht aus der Welt.
Die paar Stunden von da kannst du gar nicht mal nachschauen kommen. Das ist dann mein einziger Trost. Guten Morgen. Morgen. Ja, freilich. Einmal haben wir uns gesehen, gell? Ja. Das ist der Uli vom Markthof, der kommt dich jetzt holen. Er hat mir keine Ruhe lassen. Auf der Stelle habe ich müssen deine Sachen zusammenrichten. Du sollst gleich mit ihm fahren. Was? Jetzt gleich auf der Stelle? Ja, natürlich, auf der Stelle. Jetzt wär's Benno schief gegangen. Freundlich war er. Ja. Geh mal, hopp, hopp. Hey, sind immer schön. Fang ich dann ja nicht sehen. Mach mal ein bisschen Rast. Mare. Also das hätte ich mir nicht gedacht, dass wir zwei noch einmal zusammenkommen. Na ja, du wirst dich halt nicht mehr umgeschaut haben um mich. Ah, wohl, ich schon. Ich war schon noch öfter auf dem Platz, aber du... Du bist nicht mehr gekommen. Oh ja. Einmal bin ich schon noch dort gewesen. Na, was ich. Wirklich? Ja. Oh, schön. Du aber auch. Ist recht so, Bauer? Ja, ja, schon recht. Drück sich hinauf in die neue Kammer, die wir hergerichtet haben. Wer kommt denn eigentlich zu uns? Der frag nicht so dumm. Vor der Hand kommt einmal noch gar niemand. Na, wirkt das nicht nur? Sag grad die Antwort tanzen, das Nobel, das muss ich sagen. Ich habe aber einen guten Sätze. Dass die nächste Mal der Markthof tanzen, das habe ich mir gar nicht gedacht. Der wird nicht so geschwollen, gell? Okay, nicht streiten. Nicht streiten. Singt's was? Ja, Marl, was kann jetzt Liedl? Ja, geh mal nicht, sing was, ja? Ja, ja, dann müsst ihr aber alle mitsingen. Ja! Ich weiß nicht, wie man ist. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich bin nicht krank, ich bin nicht gesund, ich bin blessiert und bin verwund. Ich weiß nicht, wie mir ist, ich weiß nicht, wie mir ist. Ich weiß nicht, wie mir ist, ich weiß nicht, wie mir ist. Ich weiß nicht, wie mir ist, ich weiß nicht, wie mir ist. Da hab ich nächst am Doktor gefragt, der hat mir's ja ins Sichtlein gesagt. Was hat er denn gesagt? Verlieren ist das Gewiss, jetzt weiß ich, wie mir ist. Verliebt ist dieses Gewiss, jetzt weiß ich, wie mir ist. Jetzt müssen wir fahren, sonst wird's finster. Ja, ich glaub, ist der Uli noch nicht gekommen? Ich bin eine ganze Stunde die Straßen eingegangen, es ist weit und breit nicht zu sehen. Herrgott, Sakrament, was ist denn da geschehen? In der Zeit fahre ich ja weiß Gott wohin. Die Lena soll dann das Abendessen bringen. Wir warten nicht mehr länger. Heute war dein Appetit nicht groß. Hast du ja gar nichts gegessen, Frau.
Ach, weil ich mich so viel ärgern muss. Na, was schaut's denn alle so dumm? Ach, ich mag überhaupt nicht mehr sein unter solche Leute. Auf keinen ist der Verlass, auf gar keinen. Nicht einmal auf den Uli. Herr Doscher, Herr, hat er gar mal etwas gegen deinen Willen getan? Na, da ist er ja. Der Uli. Na, endlich. Guten Abend miteinander. Ja, sag, bist du denn allein? Ja. Ist sie nicht mitgekommen? Nein. Ja, warum denn nicht? Ja, also, sie hat gesagt... Sie hat gesagt, eigentlich hätte mich der Bauer schon selber holen können. Marei! Na ja, du bist damals so schnell weg vom Klarerhof, dass wir uns schon gedacht haben, wir hätten da was zu leid getan. Was dir nicht einfällt, Marei. Die paar schönen Stunden, die ich bei euch verlebt habe, die vergiss ich nicht. Ja. Übrigens, der Uli, der hat mir auch ganz gut hergebracht. Gell, Uli? Woll, woll. Willkommen, Marei. Herzlich willkommen in meinem Haus. Ja, also, das ist von jetzt ab unsere neue Wirtschafterin. Ja, schaut sie euch nur an. Gefällt sie euch nicht? Na ja. Das kann man mal denken. Segen der Einstand. Grüß dich. Ja, gut schon. Grüß dich, ja. Teufel noch einmal, ist da dieser saubere Dirn. Na, was ist denn das da weg da mit deiner Bratzung? Okay, er hat's doch nicht so gemein. Na, so komm, Mare, sitz nieder. Willst du was essen? Hast du einen Hunger? Nein, danke schön, bitte. Oder willst du vielleicht lieber schlafen gehen? Bist wohl schon müde, was? Ja. Na schön. Schon ein bisschen. Also, Lena, vorwärts, vorwärts. Da, nimm die Sachen und zeig ihr die neue Kammer. Also dann, gute Nacht, Mare. Rechte gute Nacht. Die erste unter meinem Dach. Gute Nacht, Bauer. Gute Nacht, Uli. Schlaf gut. Gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht. Na also, Uli, das ist ja großartig gegangen. Ja, aber du sag einmal, hat sie denn so schnell zugestimmt, die Bäuerin, die Agnes, dass du ihr das Mädel so knall und voll aus dem Haus geführt hast? Ah, ich habe einen kurzen Prozess gemacht, ihr gar nicht viel Zeit gelassen und hab die Mare gleich zusammengepackt. Du bist schon ein Sackerer, du. Ja, es war gar nicht so schwer, Vater. Die Mare ist ja selber gern mitgegangen. So? Ist sie gern gegangen? Ich mein schon. Also jetzt gehe ich auch schlafen, Vater. Gute Nacht. Ja, du, Uli. Willst du noch was, Vater? Ja, okay, komm noch ein bisschen her da zu mir. Ja, also du, ja? Pass auf, Uli. Ich muss da was sagen. Weißt du, wie ich da unlängst in die Stadt gefahren bin? Du bist ja gar nicht in die Stadt gefahren, Vater. Ja, so. Naja, hab fahren wollen. Also, naja. Ja. Also, was ich damals mit dir vorgehabt hab, Uli, das sag ich dir ein anderes Mal. Aber was ich jetzt vorhab, das kommt mir vor, das muss ich dir gleich sagen. Schau, Uli, seit Jahr und Tag tracht ich danach, dass es anders wäre, nicht da herum am Markthof. Es ist nicht recht gegangen, naja. Vielleicht war ich selber zu schwach dazu, oder hat mir nur das nötige Selbstvertrauen gefehlt. Ja, Herrgott, Sakrament, warum denn immer alles gleich wegschmeißen? Übergehen, wo man doch vielleicht am Ende selber noch. Ja, ich verstehe dich nicht, Vater. Naja, nachher lassen wir den Hin- und Herrederei auch weg. Die Hauptsache ist, wir haben jetzt die neue Wirtschafterin und mit der soll ein neues Leben anfangen. Eine bravere und tüchtigere hätten wir kaum finden können. Und wenn wir uns in der Dirne täuschen, na, dann kann ja aus der Wirtschafterin vielleicht noch mehr werden. So mehr? Naja, das ist das ja gerade, was mir im Kopf herumgeht. Ich glaube fest, dass mir die Dirne mal die richtige Bäuerin abgeben wird. Oh, Teufel, ist so nass. Was ist denn mit dir? Bist du ganz narrisch geworden? Nein. Was rennst denn da halb nackert umeinander? Da eine soll ich. Was? Da eine hat's gesagt, die Marei. Abwaschen. Ja, zu was denn jetzt das? Manns, ich bitte dich heute ins Aufwarten, dass er nicht davonlauft. Oh, Manns, ich bitte. Jetzt kommt meine letzte Stunde. Du bist jetzt noch nicht drin im Trog. Na, was? Na, wir. Du, ich werde helfen, sag ich. Ja. Na, was
soll denn das? Und dann tust du deinen grauslichen Bart schneiden. Und wenn du nicht sauber zum Tisch kommst, dann kriegst du nichts essen. Ja, dann tu dir gleich, was du willst, Marei. Gell, ist kalt, hör du. Lass jetzt der Fahrer den ganzen Markthof neu umbauen. Freilich? Da fängt jetzt ein ganzer neues Leben an auf den Hof. Ja, Lena, was ist denn da los? Heute ist doch nicht Samstag. Ja, die Marei hat gesagt, das muss jetzt alle da geschehen. So, so. Die Marei. Grüß dich Gott, Frau, bist schon zurück? Ja, alles erledigt. Geh, Lena, trag den Rucksack in meine Kammer hinauf. Ja, gern, Bauer. Wie du willst. Dann habe ich nicht recht gehabt, Marei, wenn ich gesagt habe, da gehört eine tüchtige Hand herauf den Hof. Eine, die da Ordnung schafft. Ja, wenn du nur zufrieden bist mit mir, Bauer. Na, jedenfalls kann ich dir nicht genug danken, Marei, dass du da bist. Und glaub mir's, was du auch alles tust da hier auf meinem Hof, du tust es nicht umsonst. Ja, schauen wir doch an den Markthof. Ist er nicht groß, schön, reich? Das ist doch ein Preis, für den man ein Leben einsetzen kann. Nicht, Marei? Jetzt in die Küche. Ja, geh nur, Marei. Meine liebe Marei, die Zeit, in der wir da drüber reden, die kommt schon noch. Geht, Marei. Das war mein Elternhaus. Meine Heimat. Uli! Hast du was gegen mich? Was soll denn gegen dich haben? Ja, aber du gehst mir aus dem Weg. Aber woher? Weißt denn nimmer, wie wir beide zum Markthof gefahren sind? Wie froh und lustig wir damals waren. Ja, hast denn das schon alles vergessen? Könnte ich denn das vergessen, Marei? Aber vielleicht wäre es bald vergessen müssen. Ja, Herrgott, du sag doch schon, was eigentlich los ist! Schrei nicht, Marei. Und frag mich nicht. Aber das eine kannst du mir glauben. Ich... Überhaupt, was willst du denn von mir? Den Gang bei der Gemeinde ausgerichtet. Naja, also das Gürtel in Innerwald drunten, das gehört dem Uli, das kann ihm kein Mensch mehr streitig machen. Eine traurige Erbschaft, der zusammengefallene Trümmerhaufen. Na eben, und da habe ich mich jetzt der Böte gemacht, den zusammengefallenen Trümmerhaufen, wie du sagst, wieder herrichten zu lassen. Mit einem Wort, dem Uli sein Heimatl wiederzugeben. Ach so. Aber eigentlich hast du mit dem Uli ganz was anderes vorgehabt. Naja, das hab ich. Zum Bauern am Markthof hast du ihn ja machen wollen. Ja, das hab ich wollen. Und das hätte ja ganz sicher getan. Wenn nicht, wenn eben nicht. Ja, ich verstehe dich schon, Bauer. Hast du recht.
Denn so viel ich gesehen hab, wär das Mädel schon die richtige Bäuerin da auf dem Hof. Aus gewesen. Ja, im Wald. Ja, da ist mein Kiel, gell? Mir ist aber recht heiß. Ja, ich mein, wir kriegen heute noch ein Wetter. Ach Gott, Sakrament, das Wetter ist schon zum Herunterfallen. Na, heute machen wir es nimmer. Ein Turtel, schnell mit reinen Vorhand zu. Du, Malt, der verfallene Hof da hinten auf der Bergwiesen, ist das dem Uli seine Heimat? Freilich, das war sie einmal. Weißt, da ist vor vielen Jahren ein schlimmes Seuch auf den Hof ausgebrochen. Ja, da hat der Tod angehaust. Vater, Mutter, Kinder, Knecht und Magd hat er rausgelöscht. Und nur der Uli, der ist übrig geblieben? Ja, dem kleinen Bären hat der Sensenmandel nichts anhaben können. Einen ganzen Tag lang hat der arme Wurm in der Wiegen geschrien. Na ja, es hat sich ja niemand hineingetraut in den verseuchten Hof. Aber unser Bauer, der Markt, der ist gleich hinein, hat das Bärbel herausgetragen, hat ihn auf seinen Hof genommen, hat ihn aufgezogen und sich so ist aus dem hilflosen Geschöpf von damals der Knecht Uli geworden. Von dem man aber ruhig sagen kann, dass er der Sohn vom Bauern ist. Der Uli dankt ihm aber auch. Er hängt an ihm, wie nur ein Bursch am Vater hängen kann. Ja, der ist ihm mehr als alles andere. Ja, aber deswegen kann doch ich ihm nicht weniger sein, wenn... Das darfst du nicht sagen, Mare. Der Uli und wir alle hätten die größte Freude, wenn alles so ausgeht, wie es der Bauer haben will. Was will er denn? Der Bauer meint's ehrlich und gut. Und denk, Marei, was er dir bieten kann, kann keiner weit um. Ach so. Na, jetzt versteh. Uli, komm, komm, komm! Schick's mir geschwind das zweite Gespann herauf. Sonst fahr ich noch selber runter damit. Ach, was dir nicht einfällt. Es regnet ja schon. Sakrament, wo noch gerade der Uli bleibt. Geh, Manns, dreh ihn auf und sag ihm, er soll den Wagen oben stehen lassen. Der ist im Stand und führt ihn halt selber noch herunter. Da kann ja leicht das größte Unglück passieren. Mutter! Um Gottes Willen, wie hat denn das noch geschehen können? Ich hab doch den Mann hinaufgeschickt. Er soll sagen, der Uli soll den Wagen stehen lassen. Der Uli, der ist ganz allein oben gewesen. Lung der! Na, Glück, Agnes, dass du jetzt gerade da bist. Ich wüsste mir sonst wirklich nicht zu helfen. Mutter, glaubst du, dass er...
Was meinst du denn, Agnes? Nur ruhig liegen lassen. Riecht es gleich einen heißen Kamillentee zum Waschen und für die Nacht warme Heilblumen zum Auflegen. Mhm. Habt ihr den Doktor schon geschickt? Ja, freilich, freilich. Die Zenzi läuft schon drum. Weg, Macher! Wo ist denn Doktorhaus? Ja, dort das vierte, auf der linken Seite. Dankeschön. Aber Niedl, hast das du eilig. Ja, komm, lass dir helfen. Herrgott, die hat keine schlechte Handschrift. Hab ich dir nicht angeschafft, du sollst hinaufgehen und sagen, dass wir den Wagen oben stehen lassen? Ja, ich bin halt schon zu spät gekommen. Ich hab nicht mehr helfen können. Oder am Ende nicht helfen wollen. Aber Bauer, wer kann's denn sowas denken? Geh! Dem Kerl traue ich alles zu. Na, siehst du das alles? Mit solchen Leuten muss ich arbeiten. Na, aber jetzt bin ich froh, dass du da bist. Da kann ich dir gleich noch einmal herzlich danken, dass du mir die Mare am Markthof lassen hast. Ja, aber eigentlich muss ich dir mehr danken. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dazukomme. Wie meinst denn das, Agnes? Ich habe die Nachricht von der Sparkasse gekriegt, dass du die Hypothek auf mein Haus gelöscht hast. Okay, lass das, Agnes. Das ist ja gar nicht der Rede wert. Nachbarsleut helfen einander. Das ist alles. Nachbarsleut? Naja, als Nachbarsleut, da können ja auch oft nächste Verwandte werden. Das ist nicht gut gegangen. Bleib ganz ruhig liegen, Uli. Willst was trinken? Naja, jetzt lachst du mich halt aus, gell, Agnes? Und denkst du, der alte Esel hätte am Ende was Gescheiteres zu tun, als wie noch an solche Sachen zu denken? Nein, das nicht, aber... Schau, Agnes, wie sich einer inwendig drinnen fühlt, so alt ist er. Und wenn du in mein Herz hineinschauen könntest, wirst da drinnen hammern und wirst da drinnen pumpert. Voller Lebenskraft und voller Lebensfreude. Ach, gut, Sakramen. Wieder einmal was haben, wo man weiß, für was man lebt, für was man arbeitet. Ein Weib haben, das du als dein bestes Hab und Gut im Besitz hast. Ach. Weißt du, damals auf dem Besthof, das habe ich ja nicht so gemeint. Red nix. Ich weiß schon, warum du damals so Dreck hast. Ich möchte nur, dass du gesund wirst. Ganz gesund musst du wieder werden. Das möchtest du. Dann möchte ich auch was. Heb mich auf. Es wird schon dann. Aber noch ein Bitte an dich, Agnes. Möchtest du nicht bei deiner Tochter ein gutes Wörtel für mich einlegen? Hm? Bedenk, die Mara, die wird eine reiche, eine angesehene Bäuerin. Sag, willst du nicht mit ihr reden? Wohl, das will ich schon. Aber das sage ich dir, das letzte Wort in der Sache muss meine Mara selber reden. Dann ist nicht so schlimm. Gott sei Dank. Lass ihn nur ruhig schlafen. Komm mal rein. Bevor ich heimgehe, möchte ich noch was bereden mit dir. Na, Mutter, ich gehe nicht weg von ihm. Ich meine, wenn dem Uli was wäre, ich überlebe es nicht. Da ist wohl nichts mehr zu reden. Also, wie gesagt, um den Uli brauchst keine Sorge zu haben. Lass ihn halt noch eine Zeit rasten, dann erfangt er sich schon wieder. Er hat ja eine Natur wie ein Ross. Ja,
Du, pass auf, Doktor. Glaubst nicht, dass ihm inwendig drinnen was gerissen ist? Ivo, da schaut er ganz anders aus. Ich glaube eher, dem ist einwendig drin was aufgegangen. So einen glückseligen Kranken habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Herr Gott, du, da bin ich aber wirklich froh. Ich muss schon sagen, man erlebt so manches in der Bauernpraxis. Aber sowas ist mir noch nicht vorgekommen. Der Bursch muss ja Rippen aus Eisen in der Brust haben. Ja, wenn auch ein voller Heuwagen über ihm wegfährt. Man soll es nicht für möglich halten. Also die Hauptsache ist jetzt eine gute Pflege. Na, die hat er ja. Wer ist denn das Mädel? Hast du dir eine neue Dirn eingetan? Nein, nein. Das ist die Marei vom Klarerhof. Und jetzt meine neue Wirtschafterin. Bravo, Alter. Ach, das ist gescheit. Ja, so eine junge, tüchtige Person, die kann viel richten. Und übrigens so einen Burschen wie den Uli, den kannst du auch weit umsuchen. Herrgott, du, die zwei. Das gebe dein Paul. Zwei so prächtige Menschen. Aber was dir nicht einfällt. An sowas denkt keins von den beiden. Das ging mir übrigens gerade noch ab. Und wenn's so wäre, Alter, du könntest nicht aufhalten. Naja. Ich muss jetzt weiter. Gelegentlich schaue ich schon wieder einmal herab. Weißt du? Für die Gott, Alter. Ja, du, was sagst denn du alle, weil Alter zu mir? Ja, was? Ach, da schau her. Eitel wirst du auch noch auf deine Alten. Ist ja gut. An mir kannst du dir deine Weisheit ersparen. Adies. Mir scheint den Hals an. Was? Hier, der Hals, hier, der Michel. Da bist jetzt du auch wieder einmal. Ja, einmal im Sommer und einmal im Winter. Öfter geht's mir nicht aus. Heute bin ich völlig erschrocken, wie ich die Geschichte von dem Uli gehört hab. Teufel, das hätte ja schlimm ausgehen können. Aber jetzt haben wir gerade überzeugt, der Bursch ist ja wieder gesund und fidel beieinander. Ja, Gott sei Dank. Gehst du schon raus, ja? Ja, außer du kaufst mir was ab. Also, lass schauen. Was hast du denn nachher drinnen in deinem Plunderkasten? 1000 schöne Sachen. Übrigens, da fällt mir gerade ein, im Haus, da tuschelt man so herum. Am Markthof steht bald eine Hochzeit in Aussicht. Ja, das kann schon sein. Siehst du? Und gerade für einen Hochzeiter hätte ich ganz was Besonderes Feines. Warte mal, da hab ich, da hab ich, da hab ich. Sickere Sackere, jetzt hab ich es nicht mehr. Ja, war jetzt das wirklich das Letzte, was ich da vorhin verkauft hab? Was war's denn? Ja, weißt, so ein feines goldenes Kittel mit einem goldenen Herzl dran. So, wer hat denn das gekauft? Gerade vorhin dein Knecht, der Uli. Schau, schau. Hat er sie jetzt vielleicht doch gefunden? Seine unbekannte Dirn? Da geht die Emma weiter. Lass mich unterstehen. Das habe ich ja nicht wissen können, dass du hinter mir stehst, Marei. Sag einmal, warum bist denn du so ungut zu mir, Marei? Weil ich dir nicht trau. Nur einmal mächtig so gut haben wir da Uli. Dir dehnt hättest du wohl alles, gell, Marei? Was soll denn das heißen? Du, verschärf das nicht mit mir, Manz. Es könnte dich rein. Nein, nein, gewiss nicht, aber warten durch, weißt du, warten, wie du dich weiter zu mir stellst. Du musst nicht lachen über mich, Marei. Weißt, der Manz ist ein Nix, ein Niemand. Alle sind mir. Und gar der Uli. Was der tut, ist alles besser und schöner. Er gilt. Beim Bauern und bei dir. Siehst du, sowas wurmt. Sowas frisst da drinnen. Und da könnte es leicht sein, dass er mal das Maul am unrechten Platz davonrennt. Du verstehst mich schon, Marei, gell? Herrgott, ganz heiß wird einem in deiner Nähe. Du, lass aus! Macht nix. Der Herrgottsakrament. Hey, Manz, komm her da. Was ist? Na, dann schau her, der Wagen ist noch immer nicht gerichtet. Lang habe ich es euch schon angeschaut. Die Wagen, die sind dem Uli seine Sache. Ja, wenn aber der krank ist, dann muss es halt immer ein anderer machen. Ja, man denkt, so gut und so schön kennen wir es ja doch nicht wie der. Da habe ich lieber gar nicht angefangen damit. Ja, ja, hab du nur ein Ausrede. Im Übrigen redet so spitz daher. Das passt mir nicht. Lass gut sein, ich werde schon machen. Der Uli, der kommt ja jetzt schwer dazu. Warum? Mei, der arme Krank. Teufel, aber so eine Krankenschwester wie die Marein ist, die könnten wir auch brauchen, was, Bauer? Die zwei, die verstehen sich ja prächtig. Pass auf, Bauer, vielleicht erleben wir noch etwas mit denen. Was mit der Red?
Jesus, Jesus, wenn du nur nicht immer so auffahren jetzt. Man kann da wirklich nichts sagen. Oh, du kannst ruhig reden, Manns. Ich glaub dir ja doch nichts. Das brauchst du auch nicht. Aber ich meine nur, nach dem, was du mit der Dirn vorhast, hätte ich doch ein bisschen besser aufpassen auf die zwei. Ach geh, was du nicht alles meinst. Naja, man tuschelt ja schon heimlich im Hof. Naja, das ist ja auch weiter kein Wunder. Zwei so junge Leute und so saubere dazu, das ist immer was für die Drahtschmeiler. Aber wer traut sich denn schon, dem Bauern die Wahrheit zu sagen, wo der immer so schnell zornig wird? Dann halt auch du dein Maul. Und dass du künftig hin keine Gelegenheit mehr hast, deinen lästerlichen Schnabel zu wetzen, pack deine Simsmetschen und geh. Ich will dich nicht mehr sehen auf meinem Hof. Du, der Mann, das ist ein schlechter Kerl. Was soll's denn geben? Ich meine, der spioniert uns noch. Glaubst? Ja, der weiß was. Und dem traue ich auch zu, dass er uns beim Bauern verratet. Also wenn das der Bauer erfährt, dann ist es aus. Nach dem, was er mit dir vorhat. Aber das ist doch zum Lachen. Der alte Mann und ich. Ja schon, aber so kannst du nicht weitergehen, Marei. Uli, es gibt nur eins. Wir beide, wir müssen fort von da. Was, fortgehen von da? Ja, wir sind doch jung und stark. Fortgehen mit dir? Mir kommt vor, gerade wegen dir darf ich das nicht tun. Wegen mir. Naja, du machst hier deinen Griff, Marei. Du wirst die Bäuerin, eine reiche, angesehene Frau. Und oh, Uli, wir beide, wir haben uns doch gern. Das ist doch mehr als alles andere. Ja, du hast ja recht, Marei. Ich kann's dem Vater nicht ersparen. Ich werde mit ihm reden. Uli! Pass auf, Marei. Du wartest auf mich rückwärts beim Stau, wenn's vom Turm herauf auch nur schlägt. Gib dir nicht noch. Dann gehen wir. Bauer, hörst halt gar nichts. Essen gehen. Ach so, ein feiner, gestriegelter Herr. Heul dir jetzt, sehen Sie mich. Na, so nicht und anders auch nicht. Ja, guten Appetit, Leute. Dankeschön. Das sind Knäleina, was da alles drin ist. Ja, wenn ihr mal so viel Zutaten verschwendet hätte, hätte mich der Bauer längst erschlagen. Wer auch hast du. Guten Appetit, Leute. Dankeschön. Bauer, der Manz ist noch nicht da. Muss man den heute zum Essen holen? Der kommt nimmer. Den habe ich fortgejagt. Ja, wie? Warum? Darüber wird nicht geredet. Verstanden? Na, die Hauptsache ist, dass der Uli wieder gesund und munter unter uns sitzt. Wie geht's noch, wenn Uli, hm? Ja, gut, Vater, mir fehlt nichts mehr. Na, das ist recht. Das freut mich. Richtig, dass ich nicht vergiss. Von der Alm haben sie heruntergeschickt. Die Laubvögel hausen heuer wie ihr wild. Drei Schaf haben sie uns wieder zerrissen. Ach, verdammtes Raubzeug. Heute noch gehe ich hinauf. Sei vorsichtig. In deinem Alter packt einem oft ein jäher Schwindel. Willst du nicht lieber jemand mitnehmen? Uli soll mitgehen. Ich geh das Gewehr herrichten.
sag ihm's jetzt. Und es bleibt dabei, was wir ausgemacht haben. Dort. Da haben wir den Horst gerade gegenüber. Vater! Sakra! So ein Fahrt da hinunter, da braucht man nicht mehr lang nachschauen. Wenn jetzt da drunten liegt, dann wäre uns am Ende allen leichter. Nicht, Uli? Wie kannst du denn sowas sagen, Leute? Pass auf, siehst du dort das Nest? Mir scheint. Ja, 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 jetzt komm. Weg. Der nimmt mir nichts mehr. Und du, Uli, du nimmst mir auch nichts. Gell? Ja, ich verstehe dich nicht, Vater. Komm, sitz her. Also, jetzt red. Denn das hast du ja wollen. Hast ja der Mara in der Küche versprochen. Was, das weißt du, Vater? Also, wenn du das weißt, dann weißt du alles andere auch. Ja, ich weiß. Heimlich in der Nacht, wir zwei Tierpolz hier fortlaufen. Vater, wir haben uns gern. Ich habe auf die Dirn mein ganzes weiteres Leben aufgebaut. Ein Leben voller Freude, voller Hoffnungen. Ein spätes Glück. Und jetzt kommst du und willst mir das alles wegnehmen? Ich kann ohne die Mara nicht mehr leben, Vater. Sie gehört mir! Und wenn sie auch dein Weib wäre! Dann tue ich jetzt das Letzte. Und das ist etwas, was der Markbauer in seinem ganzen Leben noch nie getan hat. Uli, ich bitte dich, geh! Und lass mir die Mare. Ja, Uli, geh fort. Und wenn du das nicht kannst, dann ist mir viel lieber, du gibst mir einen Stoß, einen ganz kleinen. Aber liege da drunten. Ich bin ja alt. Und wie hat der Malt gesagt? Da kann einem ein jäher Schwindel anpacken. Also, Uli, jetzt entscheid. Nicht. Ist der Bauer schon im Haus? Ja, der ist oben in seiner Kammer und geht alleweil auf und ab, auf und ab. Ja, was ist denn da vorgefallen? Ich kenne mich nicht aus. Was ist denn da geschehen?
fort von uns, fort vom Hof. Dann hast du ihn fortgejagt. Na, Mare, das hätte ich nie getan. Er ist schon von selber gegangen. Ohne mich? Das ist nicht wahr. Ich glaub's nicht. Das kann ich nicht glauben. Es ist wirklich so, Mare. Der Uli hat eingesehen, dass er das nicht kann und nicht darf. Einfach in der Nacht davonschleichen, heimlich, als wir zwei Tier. Glaub mir, Mare, ich hab den Uli nicht fortgeschickt. Ich hab ihn freigestellt zu tun, was er soll oder muss. Und er ist eben fort. Deiner Absicht mit mir. Du willst, ich soll deine Bäuerin werden. Jetzt sag ich ja. Marei, was sagst du da? Ist das wirklich dein Ernst, Marei? Ja, nicht nur der Zorn oder der Trotz soll jetzt aus dir geredet haben. Ich will dich nicht drängen, Marei. Ich will dir Zeit lassen. Alles wird recht. Gell, Mare? Und ist ausgetreten am 1. November und war sehr 3 und 30. Das sagt man heutigen Tags bei einem jeden. Aber bei dir, Uli, stimmt's. Und darum tut's mir leid, dass du fortgehst. Ja, sei mir nicht böse, aber ich muss fort. Mich leid's halt nicht lang an einem Ort. Ist der recht ein unruhiger Geist. Also, dann geh und viel Glück für die Zukunft. Glück? Fetti. Thank you.
kriegen wir einen frühen Winter. Ja, ja. Na ja, aber wir haben es ja schön gemütlich warm da drinnen in der Stube, gell, Mare? Aber ich muss jetzt in die Küche. Du, Mare, nächste Woche kommen die Schneider zu uns auf der Stör. Ja, also aussuchen musst du dir gerade das Beste und Schönste für dein Hochzeitskleider, gell? Aber das pressiert doch nicht so. Ich hab dich doch gebeten, du sollst mir Zeit lassen. Na ja, schon recht, Mare. Aber jetzt verschieben wir die Hochzeit schon durch 3 Monate von einem Sonntag auf den anderen. Also viel länger können wir nicht mehr warten, ohne dass wir zum Gespött vor dem ganzen Dorf werden. So, schöne Lieder, jetzt kauft man was ab. Ein schönes seidenes Bierchen, ein Pfeifen für den Liebsten oder ein schönes süßes Lebzeltenherz. Kauft, kauft, kauft! Kaufen Sie doch vielleicht was ab. Teufel, Sie kommen mir aber bekannt vor. Bist du nicht der Uli? Uli? Ja, wie schaust denn du aus? Hast du überhaupt ein Geld? Uli. Du schaust dir ganz heruntergekommen aus. Kommst du wieder auf den Markthof? Ja, nächste Woche. Dann bringst du es der Mare. Es muss ja nicht gerade sein, wann die anderen dabei sind. Gell? Ja, ja. Wenn Sie mich fragen, wie es mir geht. Gut. Und wie ich ausschau? Recht. Ja, Uli, weißt denn du von nix? Was? Die Marei heiratet doch den Markbauer. Ja, in ganz kurzer Zeit. Uli, was ist denn mit dem Herz? Bring es doch. Bauer! Also grad fein wird der. Ja? Ja, da um den Kron herum, da werden wir ein bisschen an Sand aufsetzen. Ja. Mein Lieber, da wirst du einen Start machen. Naja, aber die Schultern da, die fallen ja ein bisschen stark ab. Gerade das wird bei den alten Ackergaul. Die werden gehoben. Ja, ja. Kerzengrad müssen sie wegstehen. Ja. Wie bei einem jungen Adonis. Ja, den habe ich nicht kennt. Grüß euch, Marktleut, alle miteinander. Ja, grüß dich Gott, Haus Ihrer Michel. Bist auch wieder einmal da? Aber diesmal ein bisschen spät. Ja, wir haben schon alles eingekauft. Aber nur so. Aber das kann auch nur mir passieren, bei meinem Pech. Aber geh raus nicht, Haus Ihrer. Du bist da nicht zu kurz gekommen am Markthof. Ich sag ja eh nichts. Nur ein bisschen rasten kannst du mir lassen. Da bei deinem warmen Ofen. Es ist nämlich verteufelt kalt draußen. Ja, sitz nieder. Ich danke dich. Du Bauer, bitte mal reise fritt. Ihr sollt schöne Kundschaften, bedanke mich. Nichts passt dir, nichts hinten und nichts vorn. Und zum Probieren muss man sie völlig nötigen und zwingen. Dann wirst du es halt nicht so gemacht haben, wie sie es haben will. Du musst halt ein bisschen Geduld haben. Für was bist denn eine Schneiderin? Na ja, aber so ein Unwillen und Unruhe. Und das 14 Tage vor der Hochzeit. So, ist sie schlecht aufgelegt, die zukünftige Bayerin. Da werde ich ein bisschen zu ihr hinausgehen. Vielleicht kriegt sie dann einen besseren Humor. Pass ja. Sag einmal, ist dir unterwegs einmal der Uli begegnet? Ja, in der Stadt drin habe ich ihn gesehen. Wie schaut er denn aus? Er schaut prächtig aus. Geht's ihm gut? Es muss ihm ganz gut gehen. Da bin ich froh. Grüß Gott, Weiberlein beieinander. Der Hausierer. Auch wieder einmal da. Ja. Mit der machst du heute kein Geschäft. Die ist nicht gut aufgelegt. Sei froh, wenn sie dich nicht frisst. Aber nein, gell, Marei, das tust du nicht. Ich werde doch zu Zacher bissen. Lass deine Spitzhaus hier. Ich wollte weit nichts wie einen schönen Gruß ausrichten. So, von wem denn? Vom Uli. Den habe ich in der Stadt drin getroffen. So, was tut er denn? Wie schaut er denn aus? Richtig. Und gesagt hat er nichts? Ja, gesagt hat er eigentlich so direkt nichts. Aber vielleicht sagt er das was. Was er mir für dich mitgegeben hat. Um Gottes Willen, Mare, was hast du denn? Was ist denn da?
Hast du das mitgebracht? Ja. Und wer hat's dir aufgetragen? Der Uli. Mare? Ich hab's nicht genommen, Bauer. Er soll's dem Uli wieder zurückbringen. Ich will nichts mehr von ihm wissen. Hast du es gehört? Verschwind! Und sag dem Uli, er soll künftig hin solche Sachen bleiben lassen. Sonst rede ich einmal ein anderes Wort mit ihm. Mare, ich danke dir. Und weißt was, Mare? Unsere Hochzeit, die feiern wir schon am nächsten Sonntag. Heute Abend auf den Markt kommen. Da wird aber der Bauer erfreut haben. Komm, da kennt ich keinen Agnes, schaust nicht lustig drein. Gefällt's dir nicht? Ich hab Angst, was etwa kommen kann. Mal probieren. Was willst du? Wer bist du? Ein guter Bekannter. Der Uli. Vater, was ich versprochen hab, das geht nicht. Nie. Nie. Mare. Lump, Schurk, haltet sie. Ihnen nach. Vorwärts! Hier! Vorwärts! Da haben wir ihn direkt abbauen! Schnell, Leute! Wir müssen sie fangen! Wer sie bringt, dem gehört, was er will! Ah! Ein Gewehr!
dir kalt, Marei? Na, Uli. Warm. So warm. Freiwillig gegangen. Das war ein Versprechen, das du nicht gehalten hast. Geh! Oder ich schieß! Wo nur der Bauer bleibt. Wir haben die ganze Nacht gesucht. Und nirgends was gefunden. Dann kommt er nimmer. Guten Appetit, Leute. Dankeschön, Bauer. Okay, Bauer. Bauer, wo warst du denn? Oh, nur ein bisschen draußen. Mit wem? Ja, mit mir ganz allein. Tut oft ganz gut, so eine Aussprache mit sich selber. Bauer, der Uli und die Marei, die suchen dich noch immer. So? Na ja, sind zwei brave, rechtschaffene Leute das. Habt ihr sie gesehen, wie sie da gestanden sind? Ganz wehrlos, ja. Die hätten sich ruhig niederschießen lassen. Was ist dagegen das, was ich wollen hab? Was ich mir eingebildet hab? Ah, nix mehr davon. Aus! Na, na. Kommt's nur her. Setzt euch nur hinter. Du, wo war denn der Vater eigentlich? In der Stadt, beim Notar, uns den Hof verschreiben. Uli, du, Marktbauer. Thank you.
Die haben's aber eilig. Komm, Bauer. Mittagszeit ist. Ja, ja. Uli! Jetzt lass nur, wir gehen essen. Ja, Vater, ich komm gleich. Gerade der Stickel da möchte ich noch fertig machen. Ja, der Uli, an dem könnten sich alle ein Beispiel nehmen. Na komm. Hast du die Sensen nicht da, Bauer? Wir mähen ja Nachmittag weiter. Heute Nachmittag habe ich was anderes vor. Was war das einmal für ein schönes Leben auf dem Hof? Ja, wie die Bärin selig noch gelebt hat. Da war Ordnung und Sauberkeit bis in den kleinsten Winkel. Viel zu früh ist sie uns weggestorben, die Bäuerin. Das ist es. Das Weib gehört daher. Das ist das Um und Auf von jedem Bauernhof. Vater! Ja, bist jetzt fertig geworden? Na komm, gehen wir essen. Ja, gleich. Ich schau nur noch schnell, ob die Heustanker hergerichtet sind. Und zur Bless muss ich auch noch. Die hat mir heute in der Früh beim Futtern gar nicht recht gefallen. Ja, das ist ein richtiger Bursch. Der kann Haus und Hof im Stand halten. Der wird auch einmal ein tüchtiges Weib haben. Der wird das haben, was mir versackt geblieben ist. Kinder, Erben. Ja, das wird der richtige Markthofbauer. Was? Du willst dem Uli übergeben? Dein Knecht? Knecht, was Knecht? Der Uli ist mir mehr als wie ein Knecht. Er hängt an Haus und Hof, als wenn es sein eigen wäre. Er hängt an mir, wie man nur an einem Vater hängen kann. Und ich sehe in ihm nichts anderes als wie meinen eigenen Sohn. Einen besseren Nachkommen kann ich nicht finden. Na gut, da kommt halt Fremdsblut auf den Hof. Im Blauen Sakrament ist das ein sautums Geschwatz. Fremdsblut, Fremdsblut. Ich kann jetzt kein eigenes auf den Hof mehr herzaubern. Zaubern? Zaubern? Das ist doch eine ganz eine einfache Sache. Traust du dir selber denn gar nichts mehr zu? Jetzt so, das sind ja Dummheiten. Nach dem Essen fahre ich in die Stadt und mache beim Notar alles richtig. Sollen die Leute davon wissen, von dem, was du vorhast? Das geht niemandem was an. Und der Uli, für den soll es eine Überraschung sein. Was ist? Wann kriegen wir denn endlich das Essen? Du wirst es schon nicht erwarten. Ich sehe der Bauer noch nicht da. Erst seit 4 in der Früh sind wir oben beim Mähen. Da glaubst du, wir haben keinen Morgen? Ist noch keins der Hunger, der Markthof. Ja, du nicht. Ja. Woher du dick und fett geworden bist, das weiß ich nicht. Und der Blödheit. Ja. Nein. Na, was ist? Komm. Ich soll mit dem Essen anfangen. Der Bauer kommt gleich. Ja, hat er gesagt. Nur langsam. Herr Professor, ich habe mir das Mal verbrennt. Jetzt ist das wieder eine Saufrosheit. Was, Saufros? Du kommst wohl von einem Schloss, wo du alle Tag Händeln und Schweinsbraten gegessen hast. Ja, lass mir doch mal Ruhe. Na, da könnt ihr uns schon wirklich grausen. Na, was käppelt's denn mit mir? Sagt es den Bauern. Aber da traut sich niemand das Maul aufzumachen. Da kuschen sie alle. Guten Appetit, Leute. Ja. Ja, aber viel Zeit habe ich nicht mehr. Guten Appetit. Guten Appetit, Uli. Heute bist du ja ganz feierlich beieinander, Bauer. Hast du was vor? Das geht dich gar nichts an, neugierige Urschel. Ruhig da. Ich fahre heute über Land. Meins, spann den Fuchs rein. Ja, zuerst essen lassen. Ich mach schon, Vater. Ich werde so 2 bis 3 Tage fortbleiben. Und in der Zeit ist der Uli da, der Bauer, dass ihr es noch wisst. Was er anschafft, ist genauso, als wenn ich es angeschafft hätte. Richtet euch danach. Herr Uli, hast du schon eingespannt? Na, ist recht. Wann kommst du denn zurück, Vater? Na,
Ich hoffe, dass alles bald erledigt ist. Aber so ein 2-3 Tag wird schon dauern. Ja, ist was passiert? Ja, aber geh, was soll denn passiert sein? Na, du wirst dich ja noch rechtzeitig erfahren. Geh, komm, Uli. Fahr ein Stückchen mit. Ich? Ich hätte gern mit dir was zu reden. Ja. Was ich euch alleweil gesagt habe. Der Uli, das ist das richtige Vaterbierbel. Der gilt was. Gegen den sind wir alle nix. Das hat seinen guten Grund. Ach so. Ist der vielleicht was Besseres wie wir? Der armselig Bettelbub, den der Bauer aus Gnade und Barmherzigkeit aufgenommen hat. Gewiss. Der Uli ist nur dankbar und lohnt ihm auf seine Weise. Und dass ich nicht lach. Unser Herr Pfarrer sagt, der Neid ist ein Laster. Seht ihr? Mir scheint, du bist noch lang nicht so dumm, als wie sie die alleweil machen wollen. Der Bauer kann noch so reich sein, wenn er nicht auch ein tüchtiges Weib hat, ist alles nur eine halbe Sache. Uli, du bist doch schon längst in den Jahren, wo ein Bursch an sowas denken muss. Na, was ist, Uli? Rührt sich da noch nichts bei dir? Oi, Vater, ich meine, rührt sich schon was. Ach doch, schau her. Ja, wer ist denn da die Auserwählte? Ja, das weiß ich nicht. Was? Wir haben uns einmal ganz zufällig getroffen. Ich bin gerade von der Alm runtergekommen und sie hat im Wald Heidelbeeren geglaubt. Und? Nix gesagt, nix geredet, nix gefragt? Nein, nur angeschaut. Ja, aber gefallen hat sie dir nicht irgendwas? Wohl, ja. Ich muss auch seit der Zeit immer an sie denken. Ich war schon ein paar Mal an der Stelle, aber sie ist nicht wiedergekommen. Tja, da kann er dir nur sagen, Uli. Schau, dass du dein unbekanntes Mädel so bald wie möglich wiederfindest. Und ist sie brav und rechtschaffen? Na, dann wirst du sie vielleicht bald nötig haben. So, und jetzt gehen wir wieder zurück, Uli. Ich muss fahren. Schau mal auf Haus und Hof, Uli. Und für den Gott. Fühl dich nach. Jetzt haben wir eine Zeit an neuen Bauern. Das ist fein. So, gefällt's dir, Zänzele? Aber das sag ich euch. Mit mir darf ihr nicht herumkommandieren soll. Genau wie beim Alten. Wie meinst du das, Manns? Oh, nix, nix. Bauer. Geh, ich doch Bauer. Guten Appetit, Bauer. Geh nach Hause, geh, komm. Was eine. Den Stier hat die Gemeinde bei uns eingestellt. Was? Eine Kuh und ein Gas. Sakra, sakra, Mara, das ist nicht viel. Teufel, du. Das Platzl, das kommt mir bekannt vor. Ja, natürlich. Ja, freilich. Ja, du, Mare, weißt du, dass ich dich eigentlich schon lang kenne? So? Also, pass auf. Da bin ich ja mal vor vielen Jahren da vorbeigekommen. Und da ist auf dem Baum da drüben ein kleines Dirndl gesessen, ja, und hat sich die ersten süßen Maulbeeren gut schmecken lassen. Und da unten, da ist ein Mann gestanden, der hat zu dem Baum hinauf geschimpft und geflucht. Schau, dass du runterkommst vor dem Baum, du Saufratz, du, auf der Stelle. Ja, das war mein Vater. Da bin ich näher gekommen und sag zu ihm, geh, du, pass doch auf. Was ist denn, wenn er das Kind herunterfällt? Ha, er ist aber jetzt anders auf mich los. Und wenn er so wäre, sagt er, ging's dich an Schmarrn an. Es ist immer noch mein Kind. Na, übrigens zerreiß nur du da nicht das Maul, sagt er. Dir ist ja noch kein Kind vom Baum heruntergefallen. Naja, es hat mich sakrisch gewurmt. Er hat ja recht gehabt. Ich habe ja wirklich keine Kinder mit gehabt. Na, da habe ich die vor dem Baum heruntergelupft und hab die in meinen Armen gehalten. Gerade so wie da vorhin. Naja, weil du halt gar so ein liebst, so ein herziges Mädel gewesen bist. Ja, und einen Kreuzer habe ich da gegeben, damit du dir beim Kramer ein paar Zuckerlein kaufen sollst. Ja, da kann ich mich noch gut erinnern. Naja, Kreuzer kann er da heute freilich kaum mehr geben. Denn aus dem kleinen Dirndl von damals, da ist ein Weibsbild geworden. Ein stattliches, das ein freies Herz im Leib locht. Kommt, der Kaffee ist fertig.
Jetzt geh, trink noch, Bauer. Nein, nein, danke schön, Marei, danke schön. Es geht wirklich nicht mehr. Ich muss ja fahren. Ich habe ja noch Ross und Wagen draußen stehen. Ich habe ihn schon eingestellt und den Fuchs in den Stall down. Ah, da schau her. Haha, du, mir scheint, du bist der ganze Gescheitsbürschel, du. Nein, nein, ich muss aber jetzt wirklich fortleiteln. So gut ist mir auch bei euch da gefallen. Du hast denn so eilig? Ja, wo willst du denn hinfahren? Ja, ich muss in die Stadt fahren. Wichtige Sachen, wichtige Sachen. Ja, das glaube ich. Was der Marktbauer anfängt, das ist wichtig. Anfängt? Wie man es nimmt, Mare. Ich bin jetzt gerade dabei, eigentlich etwas zu Ende zu bringen. Ja, also jetzt muss ich aber wirklich lachen. Aus dem kleinen Nachmittagscafé läuft jetzt ein Abendessen morgen und ich sitze noch immer da. Ja, heute kannst du doch nimmer weiterfahren, Bauer. Na, da kommst du in die geschlagene Nacht hinein. Ach, meine Viehzweiberleute übereinander vor lauter Versitzen und Vertratschen. Na, aber vielleicht war mein Verbleiben doch nicht ganz umsonst. Na also, dann tust halt bei uns da übernachten. So. Die Sache, der hätte besser ausgehen können. Aber mir scheint, da bin ich gerade noch zurechtgekommen. Ich hab nicht mehr der Hecht. Ja, das glaube ich gern, Dirn. Hab ja ich alle Kraft dazu gebraucht, den wilden Teufel zu erhalten. Ich danke dir schön, Bauer. Vergelt das Gott. Aber geht's, geht's. Macht's doch jetzt nicht so ein Wesen. Ja, jetzt muss ich aber schon recht dumm fragen. Du, sag, ich bin doch da am Klarerhof, nicht? Ja, freilich, Marktbauer. Es ist aber schon eine Zeit her, dass du da warst. Ja, ja, allerdings, ja. Das letzte Mal halt beim Begräbnis von deinem Mann, dem Klara Hirs, gell? Ja, ja. Ja, also, geht euch gut, Leutlein? Ich muss schauen, dass ich wieder weiterkomme. Oh nein, das darfst du mir jetzt nicht antun. Jetzt musst du ein bisschen da bleiben und einen kleinen Imbiss nehmen. Ich danke dir recht schön, Agnes, aber es geht wirklich nicht. Nein, nein, ich hab die höchste Zeit. Aber das ist doch gleich geschehen. Ja. Ich mach gleich einen Kaffee. Ein Kaffee, das einer. Ja, ein kleines Viertelstündel, nicht? Und das braucht einem ja schließlich nicht leid zu tun. Denn da herinnen, da ist ja alles so freundlich und so sauber. Und so nett und so lieb. Ja, dass man ganz gerne noch eine kleine Weile verbleibt. Und bis der Kaffee fertig ist, können wir uns dabei den Hof anschauen, wenn du magst. Ja, ja, freilich, freilich. Heißt halt das, wenn du dich schon wieder so weit erfangt hast, Marei? Ja, freilich. Mir fehlt nichts mehr. So? Na, dann ist es recht. Mein Gott, den Bauer hat uns in den Himmel geschickt. Kleine Stückchen. Weil ihr aber nicht aufpassen könnt beim Vieh. Sag einmal, Mare, wie viel habt ihr denn hier im Stall? Schleift. Mein Gott. Sakra, du, die Sache, der hätte besser ausgehen können.
Aber mir scheint, da bin ich gerade noch zurechtgekommen. Ich hab nicht mehr der Hälfte. Ja, das glaube ich gern, Dirn. Hab ja ich alle Kraft dazu gebraucht, den wilden Teufel zu erhalten. Ich danke dir schön, Bauer. Vergelt das Gott. Aber geht's, geht's. Macht's doch jetzt nicht so ein Wesen. Ja, jetzt muss ich aber schon recht dumm fragen. Du, sag, ich bin doch da am Klarerhof, nicht? Ja, freilich, Marktbauer. Es ist aber schon eine Zeit her, dass du da warst. Ja, ja, allerdings, ja. Das letzte Mal halt beim Begräbnis von deinem Mann, dem Klara Hirs, gell? Ja, ja. Ja, also, geht euch gut, Leutlein? Ich muss schauen, dass ich wieder weiterkomme. Oh nein, das darfst du mir jetzt nicht antun. Jetzt musst du ein bisschen da bleiben und einen kleinen Imbiss nehmen. Ich danke dir recht schön, Agnes, aber es geht wirklich nicht. Nein, nein, ich hab die höchste Zeit. Aber das ist doch gleich geschehen. Ja. Ich mach gleich einen Kaffee. Ein Kaffee, das einer. Ja, ein kleines Viertelstündel, nicht? Und das braucht einem ja schließlich nicht leid zu tun. Denn da herinnen, da ist ja alles so freundlich und so sauber. Und so nett und so lieb. Ja, dass man ganz gerne noch eine kleine Weile verbleibt. Und bis der Kaffee fertig ist, können wir uns dabei den Hof anschauen, wenn du magst. Ja, ja, freilich, freilich. Heißt halt das, wenn du dich schon wieder so weit erfangt hast, Marei? Ja, freilich. Mir fehlt nichts mehr. So? Na, dann ist es recht. Mein Gott, den Bauer hat uns über Himmel geschickt. Kleine Stückchen. Weil ihr aber nicht aufpassen könnt beim Vieh. Sag einmal, Mare, wie viel habt ihr denn hier im Stall? Bloß eine. Den Stier hat die Gemeinde bei uns eingestellt. Was? Eine Kuh und ein Gas? Sakra, sakra, Mare, das ist nicht viel. Teufel, du. Das Platzl, das kommt mir bekannt vor. Ja, natürlich. Ja, freilich. Ja, du, Mare, weißt du, dass ich dich eigentlich schon lang kenne? So? Also, pass auf. Da bin ich ja mal vor vielen Jahren da vorbeigekommen. Und da ist auf dem Baum da drüben ein kleines Dirndl gesessen, ja, und hat sich die ersten süßen Maulbeeren gut schmecken lassen. Und da unten, da ist ein Mann gestanden, der hat zu dem Baum hinauf geschimpft und geflucht. Schau, dass du runterkommst vor dem Baum, du Saufratz, du, auf der Stelle! Ja, das war mein Vater. Da bin ich näher gekommen und sag zu ihm, geh, du, pass doch auf, was ist denn, wenn er das Kind herunterfällt? Ha, er ist aber jetzt anders auf mich los. Und wenn's er so wär, sagt er, ging's dich an Schmarrn an. Es ist immer noch mein Kind. Na, übrigens zerreiß nur du da nicht das Maul, sagt er. Dir ist ja noch kein Kind vom Baum heruntergefallen. Naja, es hat mich sackrisch gewurmt. Er hat ja recht gehabt. Ich hab ja wirklich keine Kinder nicht gehabt. Na, da hab ich die vor dem Baum heruntergelupft und hab die in meinen Armen gehalten. Gerade so wie da vorhin. Naja, weil du halt gar so ein liebes, so ein herziges Madele gewesen bist. Ja, und den Kreuzer habe ich dir gegeben, damit du dir beim Kramer ein paar Zuckerlein kaufen sollst. Ja, da kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Naja, Kreuzer kann er dir heute freilich kaum mehr geben. Denn aus dem kleinen Dirndl von damals, da ist ein Weibsbild geworden. Ein stattliches, das ein freies Herz im Leib locht. Kommt's, der Kaffee ist fertig. Jetzt geh, trink noch, Bauer. Nein, nein, danke schön, Marei, danke schön. Es geht wirklich nicht mehr. Ich muss ja fahren. Ich hab ja noch Ross und Wagen draußen stehen. Die haben schon eingestellt und den Fuchs in den Stall down. Ah, da schau her. Haha, du, mir scheint, du bist ein ganz gescheites Birschel, du. Nein, nein, ich muss aber jetzt wirklich fortleiteln. So gut ist mir auch bei euch da gefallen. Du hast denn so eilig? Ja, wo willst du denn hinfahren? Ja, ich muss in die Stadt fahren. Wichtige Sachen, wichtige Sachen. Ja, das glaube ich. Was der Marktbauer anfängt, das ist wichtig. Anfängt, wie man es nimmt, Mare. Ich bin jetzt gerade dabei, eigentlich etwas zu Ende zu bringen. Ja, also jetzt muss ich aber wirklich lachen. Aus dem kleinen Nachmittagscafé läuft jetzt ein Abendessen morgen und ich sitze noch immer da. Ja, heute kannst du doch nimmer weiterfahren, Bauer. Na, da kommst du in die geschlagene Nacht hinein. Ach, meine Viehzweiberleute übereinander, vor lauter Versitzen und Vertratschen. Na, aber vielleicht war mein Verbleiben doch nicht ganz umsonst.
Na also, dann tust du halt bei uns da übernachten, gell, Bauer? Was das auch noch? Na ja, also, meinetwegen. Dann riecht geschwind die Oberstuben her, Marei. Ja, gleich, Mutter. Ein Brachtmädel, die Marei. Ich kann mir sie nicht nur anschauen. So, gefällt sie dir? Ich glaube, die gefällt anderen schon auch. Ja, du, da muss es ja manchmal hoch hergehen bei deren Kammerfenster. Na, auf sowas lässt sich mein Marei nicht ein. Ja Gott, warum? Das Mädel ist doch in den Jahren. Das heißt, eigentlich in der letzten Zeit ist sie mir manchmal ein bisschen verändert vorkommen. So? Ja, und was man so sagt, ein Schatz hat sie noch nicht, hä? Na, davon weiß ich nichts. Denn wenn sie so wäre, dann wisst es. Kannst du schon kommen, Bauer? Ich bin schon fertig. So. Dann wünsche ich dir gute Nacht, Bauer. Schlaf recht gesund. Ich tue deine Mama wirklich verwöhnen. Aber geh, das ist doch nicht der Rede wert. Wir vom Klarer Hof sind arme Leute, aber wir wissen schon, was sich gehört. Ja, ja, das sehe ich. Ja, und so könnte es vielleicht auch wieder einmal am Markthof werden, wenn... Wenn? Du sag einmal, Mare, möchtest du nicht zu mir am Markthof kommen? Ja, wie meinst denn das? Na, als Wirtschafterin? Ja, ja, das möchte ich schon. Ja, aber da wäre ja die Mutter ganz allein da. Oh, da tue ich schon irgendwie Abhilfe schaffen. Ja, weißt was, Mare, red heute mal mit deiner Mutter. Na, jetzt überschlafen wir einmal vor der Hand die ganze Sache und morgen reden wir darüber weiter. Also, recht gute Nacht, Bauer. Gute Nacht, Mare. Schöner Affe, wenn er ihn wenig ist, faul. Was nutzt mir schönste Rufe? Ja, was ist, kannst du mir weiter? Denn's hat ein loses Maul. Öha! Ja, was schaut's denn so dumm? Vorwärts! Ausspannen! Gestern Nachmittag ist er fort. 3 Tage bleibt er raus, hat er gesagt. Und heute ist er schon wieder da. Mir scheint, da hat was nicht gestimmt mit dem in die Stadt fahren. Ja, was, Bauer? Du bist ja da. Naja, wie ziehst du? Ja, ist dir in der Stadt rein nicht so ausgegangen, wie du es haben hast wollen? Ach was, ich war ja gar nicht in der Stadt. Was nicht? Ja, warum denn nicht? Herrgott, die dumme Fragerei. Ich weiß schon, was ich tue. Bin ich jetzt erschrocken? Na, was schaust denn so? Bin ja Gespenst. Dass du schon da bist. Dann komm ich dir vielleicht am Ende zu früh. Also vorwärts jetzt mein Kaffee. Mein Gott, Bauer, jetzt hab ich gar keinen. Ja, ich hab ja nicht gewusst, dass du heute schon kommst. Ach Gott, so eine schlampige Wirtschaft übereinander. Die Sache wäre immer anders gesprochen. Bist du gar nicht in die Stadt gefahren, Vater? Ja, so. Naja, hab fahren wollen. Also, naja. Also, was ich damals mit dir vorgehabt hab, Uli, das sag ich dir ein anderes Mal. Aber was ich jetzt vorhab, das kommt mir vor, das muss ich dir gleich sagen. Schau, Uli, seit Jahr und Tag tracht ich danach, dass es anders werden möchte, herum am Markthof. Es ist nicht recht gegangen, naja. Vielleicht war ich selber zu schwach dazu, oder hat mir nur das nötige Selbstvertrauen gefehlt. Ja, Herrgott Sakrament, warum denn immer alles gleich wegschmeißen? Übergehen. Wo man doch vielleicht am Ende selber noch. Ja, ich verstehe dich nicht, Vater. Naja, also nachher lassen wir den Hin- und Herrederei. Aber die Hauptsache ist, wir haben jetzt die neue Wirtschafterin und mit der soll ein neues Leben anfangen. Eine bravere und tüchtigere hätten wir kaum finden können. Und wenn wir uns in der Dirne täuschen, ja, dann kann ja aus der Wirtschafterin vielleicht noch mehr werden. Oh,
Was noch mehr? Naja, das ist das ja gerade, was mir im Kopf herumgeht. Ich glaub fest, dass mir die Dirne mal die richtige Bärin abgeben wird. Ich bin so nass. Was ist denn mit dir? Bist denn du ganz narrisch geworden? Nein. Was rennst denn da halb nackert umeinander? Da eine soll ich. Was? Da eine hat's gesagt, die Marei. Abwaschen. Oh, ja, zu was denn jetzt das? Manns, ich bitte dich heute ins Aufwarten, dass er nicht davonlauft. Oh, Manns, ich bitte. Jetzt kommt meine letzte Stunde. Du bist jetzt noch nicht drin im Trog. Na, was? Na, wir. Du, ich werde dir helfen, sag ich. Ja! Na, no. Was soll denn das? Und dann tust du deinen grauslichen Bart schneiden. Und wenn du nicht sauber zum Tisch kommst, dann kriegst du nichts zu essen. Ja, dann tu dir gleich, was du willst, Marei, gell? Ist kalt, hör du? Lass jetzt der Bauer den ganzen Markthof neu umbauen. Freilich? Da fängt jetzt ein ganz neues Leben an auf den Hof. Ja, Lena, was ist denn da los? Heute ist doch nicht Samstag. Ja, die Marei hat gesagt, das muss jetzt alle da geschehen. So, so. Die Marei. Grüß dich, Gottfahrer, bist schon zurück? Ja, alles erledigt. Geh, Lena, trag den Rucksack in meine Kammer hinauf. Ja, gern, Bauer. Wie du willst. Na, hab ich nicht recht gehabt, Marei, wenn ich gesagt hab, da gehört eine tüchtige Hand herauf den Hof. Eine, die da Ordnung schafft. Ja, wenn du nur zufrieden bist mit mir, Bauer. Na, jedenfalls kann ich dir nicht genug danken, Marei, dass du da bist. Und glaub mir's, was du auch alles tust da hier auf meinem Hof, du tust es nicht umsonst. Na, schauen wir doch an den Markthof. Ist er nicht groß, schön, reich? Das ist doch ein Preis, für den man ein Leben einsetzen kann. Nicht, Marei? Aber ich muss jetzt in die Küche. Ja, geh nur, Marei. Meine liebe Marei. Die Zeit, in der wir da drüber reden, die kommt schon noch. Geht mal. Das war mein Elternhaus. Meine Heimat. Uli! Hast du was gegen mich? Was soll denn gegen dich haben? Ja, aber... Du gehst mir aus dem Weg. Aber woher? Weißt denn nimmer, wie wir beide zum Markthof gefahren sind? Wie froh und lustig wir damals waren. Ja, hast denn das schon alles vergessen? Könnte ich denn das vergessen, Marei? Aber vielleicht wäre es bald vergessen müssen. Ach, Herrgott! Du sag doch schon, was eigentlich los ist! Schrei nicht, Marei. Und frag mich nicht. Aber das eine kannst du mir glauben. Ich
Überhaupt, was willst du denn von mir? Den dann bei der Gemeinde ausgerichtet. Naja, also das Gürtlein innerwald drunten, das gehört dem Uli, das kann ihm kein Mensch mehr streitig machen. Eine traurige Erbschaft, der zusammengefallene Trümmerhaufen. Na eben, und da habe ich mich jetzt der Böte gemacht, den zusammengefallenen Trümmerhaufen, wie du sagst, wieder herrichten zu lassen. Mit einem Wort, dem Uli sein Heimatl wiederzugeben. Ach so. Aber eigentlich hast du mit dem Uli ganz was anderes vorgehabt. Naja, das hab ich. Zum Bauern am Markthof hast du ihn ja machen wollen. Ja, das hab ich wollen. Und das hätte ja ganz sicher getan. Wenn nicht. Ja, ich verstehe dich schon, Bauer. Hast schon recht. Denn so viel ich gesehen hab, wäre das Mädel schon die richtige Bäuerin da auf dem Hof. Aus gewesen. Ja, im Wald. Ja, da ist mein Kiel, gell? Mir ist aber recht heiß. Ja, ich mein, wir kriegen heute noch ein Wetter. Ja, Gott, Sakrament, das Wetter ist schon zum Herunterfallen. Na, heute machen wir es nimmer. Ein Turtel, schnell, mit der reinen Fuhr heim zu. Du, Malt, der verfallene Hof da hinten auf der Bergwiesen, ist das dem Uli seine Heimat? Freilich, das weiß ich einmal. Weißt, da ist vor vielen Jahren ein schlimmes Seuch auf den Hof ausgebrochen. Ja, da hat der Tod angehaust. Vater, Mutter, Kinder, Knecht und Magd hat er rausgelöscht. Und nur der Uli, der ist übrig geblieben? Ja, den kleinen Bären hat der Sensenmandel nichts anhaben können. Einen ganzen Tag lang hat der arme Wurm in der Wiegen geschrien. Na ja, es hat sich ja niemand hineingetraut in den verseichten Hof. Aber unser Bauer, der Markt, der ist gleich hinein, hat das Bäbel herausgetragen, hat ihn auf seinen Hof genommen, hat ihn aufgezogen und sich so ist aus dem hilflosen Geschöpf von damals der Knecht Uli geworden. Von dem man aber ruhig sagen kann, dass er der Sohn vom Bauern ist. Der Uli dankt ihm aber auch. Er hängt an ihm, wie nur ein Bursch am Vater hängen kann. Ja, der ist ihm mehr als alles andere. Ja, aber deswegen kann doch ich ihm nicht weniger sein, wenn... Das darfst du nicht sagen, Mare. Der Uli und wir alle hätten die größte Freude, wenn alles so ausgeht, wie es der Bauer haben will. Was will er denn? Der Bauer meint's ehrlich und gut. Und denk, Marei, was er dir bieten kann, kann keiner weit um. Ach so. Na, jetzt versteh. Die haben's aber eilig. Komm, Bauer. Mittagszeit ist. Ja, ja.
Uli! Jetzt lass nur, wir gehen essen. Ja, Vater, ich komm gleich. Gerade das Stickel da möchte ich noch fertig machen. Ja, der Uli, an dem könnten sich alle ein Beispiel nehmen. Na komm. Lass du die Sensen nicht da, Bauer? Wir mähen ja Nachmittag weiter. Heute Nachmittag habe ich was anderes vor. Was war das einmal für ein schönes Leben auf dem Hof? Ja, wie die Bärin selig noch gelebt hat. Da war Ordnung und Sauberkeit bis in den kleinsten Riss. Viel zu früh ist sie uns weggestorben, die Bäuerin. Das ist es. Das Weib gehört daher. Das ist das Um und Auf von jedem Bauernhof. Vater! Ja, bist jetzt fertig geworden? Na komm, gehen wir essen. Ja, gleich. Ich schau nur noch schnell, ob die Heustanker hergerichtet sind. Und zur Bläs muss ich auch noch. Die hat mir heute in der Früh beim Futtern gar nicht recht gefallen. Ja, das ist ein richtiger Bursch. Der kann Haus und Hof im Stand halten. Der wird auch einmal ein tüchtiges Weib haben. Der wird das haben, was mir versackt geblieben ist. Kinder, Erben. Ja, das wird der richtige Markthofbauer. Was? Du willst dem Uli übergeben? Dein Knecht? Knecht, was Knecht? Der Uli ist mir mehr als wie ein Knecht. Er hängt an Haus und Hof, als wenn es sein eigen wäre. Er hängt an mir, wie man nur an einem Vater hängen kann. Und ich sehe in ihm nichts anderes als wie meinen eigenen Sohn. Einen besseren Nachkommen kann ich nicht finden. Na gut, da kommt halt Fremdsblut auf den Hof. Im Blaugott-Sakrament ist das ein sautums Geschwatz. Fremdsblut, Fremdsblut. Ich kann jetzt kein eigenes auf den Hof mehr herzaubern. Zaubern? Zaubern? Das ist doch eine ganz eine einfache Sache. Brauchst du dir selber denn gar nichts mehr zu? Jetzt so, das sind ja Dummheiten. Nach dem Essen fahre ich in die Stadt und mache beim Notar alles richtig. Sollen die Leute davon wissen, von dem, was du vorhast? Das geht niemandem was an. Und der Uli, für den soll es eine Überraschung sein. Was ist? Wann kriegen wir denn endlich das Essen? Du wirst es schon nicht erwarten. Ich sehe der Bauer noch nicht da. Ja, seit 4 in der Früh sind wir oben beim Mähen. Da glaubst du, wir haben keinen Morgen? Ist noch keins der Hunger, der Markthof. Ja, du nicht. Ja. Woher du dick und fett geworden bist, das weiß ich nicht. Von der Blödheit. Ja. Nein. Was ist? Komm. Ich soll mit dem Essen anfangen. Der Bauer kommt gleich. Ja, hat er gesagt. Nur langsam. Herr Professor, sind halber mal schmal verbrennt. Erstens ist das dies wieder eine Saufrosheit. Was, Saufros? Du kommst wohl von einem Schloss, wo du alle Tag Händeln und Schweinsbraten gegessen hast. Ja, lass mir doch mal hören. Na, da könnt ihr uns schon wirklich grausen. Ja, was kriegt denn mit mir? Sagt es den Bauern. Aber da traut sich niemand das Maul aufzumachen. Da kuschen sie alle. Guten Appetit, Leute. Ja. Ja, aber viel Zeit habe ich nicht mehr. Guten Appetit. Guten Appetit, Uli. Heute bist du ja ganz feierlich beieinander, Bauer. Hast du was vor? Das geht dich gar nichts an. Neugierige Urschel. Ruhig da. Ich fahr heute über Land. Meinst, spann den Fuchs rein. Ja, zuerst essen lassen. Ich mach schon, Vater. Ich werde so 2 bis 3 Tage fortbleiben. Und in der Zeit ist der Uli da, der Bauer, dass ihr es noch wisst. Was er anschafft, ist genauso, als wenn ich es angeschafft hätte. Richtet euch danach. Herr Uli, hast du schon eingespannt? Na, ist recht. Wann kommst du denn zurück, Vater? Na. Ich hoffe, dass alles bald erledigt ist. Aber so ein 2-3 Tage wird schon dauern. Da ist was passiert? Ja, aber geh, was soll denn passiert sein? Na, du wirst es ja noch rechtzeitig erfahren. Geh, komm, Uli. Fahr ein Stückchen mit. Ich hätte gern mit dir was zu reden.
Ja. Was ich euch alleweil gesagt habe. Der Uli, das ist das richtige Vaterbierbel. Der gilt was. Gegen den sind wir alle nix. Das hat seinen guten Grund. Ach so, ist der vielleicht was Besseres wie wir? Der armselig Bettelbub, den der Bauer aus gerader Barmherzigkeit aufgenommen hat. Gewiss. Der Uli ist nur dankbar und lohnt ihm auf seine Weise. Und dass ich nicht lache. Unser Herr Pfarrer sagt, der Neid ist ein Laster. Sehen Sie mich? Mir scheint, du bist noch lange nicht so dumm, als wie sie die alleweil machen wollen. Der Bauer kann noch so reich sein, wenn er nicht ein tüchtiges Weib hat, ist alles nur eine halbe Sache. Uli, du bist doch schon längst in den Jahren, wo ein Bursch an sowas denken muss. Na, was ist, Uli? Rührt sich da noch nichts bei dir? Hoi, Vater, ich meine, rührt sich schon was. Na, da schau her. Ja, wer ist denn dann die Auserwählte? Ja, das weiß ich nicht. Was? Wir haben uns einmal ganz zufällig getroffen. Ich bin gerade von der Alm runtergekommen und sie hat im Wald Heidelbeeren geglaubt. Und? Nichts gesagt, nichts geredet, nichts gefragt? Nein. Nur angeschaut. Ja, aber gefallen hat sie dir denn irgendwas? Wohl. Ja. Ich muss auch seit der Zeit immer an sie denken. Ich war schon ein paar Mal an der Stelle, aber sie ist nicht wiedergekommen. Tja, da kann er dir nur sagen, Uli, schau, dass du dein unbekanntes Mädel so bald wie möglich wiederfindest. Und ist sie brav und rechtschaffen? Na, dann wirst du sie vielleicht bald nötig haben. So, und jetzt gehen wir wieder zurück, Uli. Ich muss fahren. Schauen wir auf Haus und Hof, Uli. Und für Gott. Fühl dich noch. Jetzt haben wir eine Zeit an neuen Bauern. Das ist fein. So, gefällt's dir, Zänzele? Aber das sag ich euch. Mit mir darf der nicht herumkommandieren soll. Genau wie beim Alten. Wie meinst du das, Manns? Na, nix, nix. Bauer. Geh, ist doch Bauer. Hm? Guten Appetit, Bauer. Zweite Gespann herauf, sonst fahre ich noch selber runter damit. Ach, was dir nicht einfällt, es regnet ja schon. Herrgott Sakrament, wo noch gerade der Uli bleibt. Geh, Mann's. Dreh ihn auf und sag ihm, er soll den Wagen stehen lassen. Der ist im Stand und führt ihn halt selber noch herunter. Da kann ja leicht das größte Unglück passieren. Ja,
Agnes, das ist jetzt gerade recht, dass du da bist. Wir brauchen dich notwendig, komm. Mutter, um Gottes Willen, wie hat denn das noch geschehen können? Ich hab doch den Mann hinaufgeschickt. Er soll sagen, der Uli soll den Wagen stehen lassen. Der Uli, der ist ganz allein oben gewesen. Lungt der. Na, Glück, Agnes, dass du jetzt gerade da bist. Ich wüsste mir sonst wirklich nicht zu helfen. Mutter, glaubst du, dass er... Was meinst du denn, Agnes? Nur ruhig liegen lassen. Riecht jetzt gleich einen heißen Kamillentee zum Waschen und für die Nacht warme Heilblumen zum Auflegen. Mhm. Habt ihr ihm den Doktor schon geschickt? Ja, freilich, freilich. Die Zenzi läuft schon drum. Weg, Mama! Wo ist denn das Doktorhaus? Ja, dort das vierte, auf der linken Seite. Dankeschön. Aber Niedl, hast das du eilig. Ja, komm, lass dir helfen. Herrgott, die hat keine schlechte Handschrift. Hab ich dir nicht angeschafft. Du sollst hinaufgehen und sagen, dass wir den Wagen oben stehen lassen? Ja, ich bin halt schon zu spät gekommen. Ich hab nicht mehr helfen können. Oder am Ende nicht helfen wollen. Aber Bauer, wer kann's denn sowas denken? Geh! Dem Kerl trau ich alles zu. Na, siehst du's anders. Mit solchen Leuten muss ich arbeiten. Na, aber jetzt bin ich froh, dass du da bist. Da kann ich dir gleich noch einmal herzlich danken, dass du mir die Mare am Markthof lassen hast. Ja, aber eigentlich muss ich dir mehr danken. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dazukomme. Wie meinst denn das, Agnes? Ich hab die Nachricht von der Sparkasse gekriegt, dass du die Hypothek auf mein Haus gelöscht hast. Ach, lass das, Agnes. Das ist ja gar nicht der Rede wert. Nachbarsleut helfen einander. Das ist alles. Nachbarsleut? Naja. Als Nachbarsleiter können ja auch oft nächste Verwandte werden. Das ist nicht gut gegangen. Bleib ganz ruhig liegen, Uli. Willst was trinken? Naja, jetzt lachst du mich halt aus. Gelang es. Und denkst du, der alte Esel hätte am Ende was Gescheiteres zu tun, als wie noch an solche Sachen zu denken? Nein, nein, das nicht, aber... Schau, Agnes, wie sich einer inwendig drinnen fühlt, so alt ist er. Und wenn du in mein Herz hineinschauen könntest, wirst da drinnen hammern und wirst da drinnen pumpert. Voller Lebenskraft und voller Lebensfreude. Gut, Sakramen, wieder einmal was haben, wo man weiß, für was man lebt, für was man arbeitet. Ein Weib haben, das du als dein bestes Haub und Gut im Besitz hast. Ach! Weißt du, damals auf dem Besthof, das habe ich ja nicht so gemeint. Red nix. Ich weiß schon, warum du damals so Dreck hast. Ich möchte nur, dass du gesund wirst. Ganz gesund musst du wieder werden. Das möchtest du. Dann möchte ich auch. Heb mich auf. Komm. Ich halte dich fest. Für immer. Hey, ich habe einen Hund. Ja, der zweite Hund. Hol mein Junge, dann komm mal wieder rein. Wer hat denn das da hergestellt? Der Manz. Der Manz? Wie geht's denn? Es wird schon warm. Aber noch ein bitte an mich, Agnes. Möchtest du nicht bei deiner Tochter ein gutes Wörtel für mich einlegen? Hm? Bedenk, die Mara, die wird eine reiche, eine angesehene Bäuerin. Sag, willst du nicht mit ihr reden? Wohl, das will ich schon. Aber das sage ich dir, das letzte Wort in der Sache muss meine Mara selber reden. Wie geht's denn jetzt? Er schlaft. Das ist recht. Dann ist nicht so schlimm. Gott sei Dank. Lass ihn nur ruhig schlafen. Komm mal rein. Bevor ich heimgehe, möchte ich nur was bereden mit dir. Na, Mutter, ich gehe nicht weg von ihm. Ich meine, wenn dem Uli was wäre, ich überlebe es nicht. Marei!
ist wohl nichts mehr zu reden. Also, wie gesagt, um den Uli brauchst du keine Sorge zu haben. Lass ihn halt noch eine Zeit rasten, dann erfangt er sich schon wieder. Er hat ja eine Natur wie ein Ross. Du, pass auf, Doktor. Glaubst nicht, dass ihm inwendig drinnen was kriegst nicht? Ivo, da schaut er ganz anders aus. Ich glaube eher, dem ist einwendig drin was aufgegangen. So einen glückseligen Kranken habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ach Gott, du, da bin ich aber wirklich froh. Ich muss schon sagen, man erlebt so manches in der Bauernpraxis. Aber sowas ist mir noch nicht vorgekommen. Der Bursch muss ja Rippen aus Eisen in der Brust haben. Ja, wenn auch ein voller Heuwagen über ihm wegfährt. Man soll es nicht für möglich halten. Also die Hauptsache ist jetzt eine gute Pflege. Na, die hat er ja. Wer ist denn das Mädel? Hast du dir eine neue Dirn eingetan? Nein, nein. Das ist die Mara vom Klarerhof. Und jetzt meine neue Wirtschafterin. Bravo, Alter. Ach, das ist gescheit. Ja, so eine junge, tüchtige Person. Die kann viel richten. Und übrigens so einen Burschen wie den Uli, den kannst du auch weit umsuchen. Herrgott, du die zwei. Und das gebe dein Paul. Und zwei so prächtige Menschen. Aber was dir nicht einfällt. An sowas denkt keins von den beiden. Das ging mir übrigens gerade noch ab. Und wenn's so wäre, Alter, du könntest nicht aufhalten. Naja. Ich muss jetzt weiter. Gelegentlich schaue ich schon wieder einmal herab. Weißt du? Fährt dir gut, Alter. Ja, du, was sagst denn du alle mein Alter zu mir? Ja, was? Ach, da schau her. Eitel wirst du auch noch auf deine Alten. Ist ja gut. An mir kannst du dir deine Weisheit ersparen. Adies. Mir scheint den Hals auch. Los. Hier, der Hals, hier, der Michel. Da bist jetzt du auch wieder einmal. Ja, einmal im Sommer und einmal im Winter. Öfter geht's mir nicht aus. Ja. Ich bin ich völlig erschrocken, wie die Geschichte von dem Uli gehört hab. Das hätte ja schlimm ausgehen können. Aber jetzt haben wir mich gerade überzeugt, der Bursch ist ja wieder gesund und fidel beieinander. Ja, Gott sei Dank. Gehst du schon raus, ja? Ja, außer du kaufst mir was ab. Also, lass schauen. Was hast du denn auch drinnen in deinem Plunderkasten? 1000 schöne Sachen. Übrigens, da fällt mir gerade ein, im Haus, da duschelt man so herum. Am Markthof steht bald eine Hochzeit in Aussicht. Ja, das kann schon sein. Siehst, und gerade für einen Hochzeiter hätte ich ganz was Besonderes Feines. Warte mal, da hab ich, da hab ich, da hab ich. Sickere, sackere, jetzt hab ich's nimmer. Ja, war jetzt das wirklich das Letzte, was ich da vorhin verkauft hab? Was war? Ja, jetzt schau und frag du nicht auch noch. Ich bin halt da. Du, pass auf, Uli. Mit der Lena, mit dem schlampigen Frauenzimmer halt es einfach nimmer aus. Ich tu sie weg. Das hab ich dir schon lang gesagt, Vater. Ich brauch sie ja nimmer. Ich hab einen anderen gefunden. Geh, okay, wirklich Bauer? Ja, weißt, Uli, wie ich da gestern in die Stadt gefahren bin. Teufel, die ist aber geschwind gegangen. Wieso? Ach so. Naja, also, ich war ja gar nicht in der Stadt. Nein, ich hab mich am Klarerhof so lange verhalten. Und dort hab ich eine Dirn kennengelernt. Eine Dirn, sage der Uli. So was Braves, so was Rechtschaffenes, so was Sauberes. Hast du überhaupt noch nicht gesehen? Na, wenigstens auf den Hof da nicht. Wer ist es denn? Die Marei, die Tochter vom Haus, ihre Mutter, die Bäuerin, und sie selbst, die haben mir schon so halb und halb zugesagt, dass die Dirn zu uns am Hof als Wirtschafterin kommt. Du hast aber Glück gehabt. Ja, das will ich hoffen. Drum möchte ich jetzt auch die Gelegenheit gleich beim Schopf nehmen und die Dirn so bald wie möglich daher haben. Ja, Freude, die holen wir uns. Ja, du, da wäre ich froh. Ja, ich fahre am nächsten Sonntag gleich rüber. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich die Dirn nicht mitbrächte. Bring mir die Dirn, Uli. Ich werde dir's danken. Schau, Marei, da steht schon wieder ein Wagen. Mir scheint, der war schon einmal da. Freilich, der ist ja vom Markthof. Dann wird wohl der Alte auch nicht weit sein. Wegen deiner Tür brauchst du keine Angst zu haben. Der wird's bei uns gewiss nicht schlecht gehen. Das weiß ich wohl. Aber es ist halt das erste Mal, dass meine Marei von mir gehen soll. Aber sie ist doch nicht aus der Welt. Die paar Stunden von da kannst du doch alle mal nachschauen kommen. Das ist dann mein einziger Trost. Guten Morgen. Morgen.
scheint ihr zwei kennt euch. Ja, freilich. Einmal haben wir uns gesehen, gell? Ja. Das ist der Uli vom Markthof, der kommt dich jetzt holen. Er hat mir keine Ruhe lassen. Auf der Stelle habe ich müssen deine Sachen zusammenrichten. Du sollst gleich mit ihm fahren. Was? Jetzt gleich auf der Stelle? Ja, natürlich, auf der Stelle. Jetzt wär's Benno schief gegangen. Freut dich, war er? Ja. Geh mal, hopp, hopp. Hey, dann nimm mal schön. Fang ich dann ja nicht sehen. Mach mal ein bisschen raus. Mare, also das hätte ich mir nicht gedacht, dass wir zwei noch einmal zusammenkommen. Na ja, du wirst dich halt nicht mehr umgeschaut haben um mich. Ah, wohl, ich schon. Ich war schon öfter auf dem Platz, aber du, du bist nicht mehr gekommen. Oh ja. Einmal bin ich schon noch dort gewesen. Na, was ich... Wirklich? Ja, oh, schön. Du aber auch. Ich? Ist recht so, Bauer? Ja, ja, schon recht. Drop sich hinauf. In die neue Kammer, die wir hergerichtet haben. Wer kommt denn eigentlich zu uns? Der frag nicht so dumm. Vor der Hand kommt einmal noch gar niemand. Na, wirkt das nicht nur? Sag grad, die wohl tanzen das Nobel, das muss ich sagen. Ich hab aber auch einen guten Setzer. Dass die nächste Mal der Markthof tanzen, das hab ich mir gar nicht gedacht. Der wird nicht so geschwollen, gell? Okay, nicht streiten. Nicht streiten. Singt's was? Ja, Marl, was kann jetzt Liedl? Ja, geh mal nicht, sing was, ja? Ja, na, dann müsst ihr aber alle mitsingen. Ja! Ja. Ich weiß nicht, wie man ist. 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 Ich bin nicht krank, ich bin nicht gesund, ich bin blessiert und bin verwund. Ich weiß nicht, wie mir ist, ich weiß nicht, wie mir ist. Ich weiß nicht, wie mir ist, ich weiß nicht, wie mir ist. Ich weiß nicht, wie mir ist, ich weiß nicht, wie mir ist. Da hab ich längst am Doktor gefragt, der hat mir's ja ins Gesichtlein gesagt. Was hat er denn gesagt? Verliebt ist dieses Knie, jetzt weiß ich, wie mir ist. Jetzt müssen wir fahren, ja. Sonst wird's finster. Ja, ist der Uli noch nicht gekommen? Ich bin ein ganzes Drum die Straßen eingegangen, er ist weit und breit nicht zu sehen. Herrgott, Sakrament, was ist denn da geschehen? In der Zeit fahre ich ja weiß Gott wohin. Die Lena soll dann das Abendessen bringen. Wir warten nicht mehr länger. Hey, war dein Appetit nicht groß? Hast du ja gar nichts gegessen? Ja. Ach, weil ich mich so viel ärgern muss. Na, was schaut's denn alle so dumm? Ach, ich mag überhaupt nicht mehr sein unter solche Leute. Auf keinen ist der Verlass, auf gar keinen. Nicht einmal auf den Uli. Da schau her. Hat er gar mal etwas gegen deinen Willen getan? Na, da ist er ja. Der Uli. Na, endlich. Guten Abend miteinander. Ja, sag, bist du denn allein? Ja. Ist sie nicht mitgekommen? Nein. Ja, warum denn nicht? Ja, also, sie hat gesagt,
Sie hat gesagt, eigentlich hätte mich der Bauer schon selber holen können. Marei! Na ja, du bist damals so schnell weg vom Klarerhof, dass wir uns schon gedacht haben, wir hätten da was zu leid getan. Was dir nicht einfällt, Marei. Die paar schönen Stunden, die ich bei euch verlebt habe, die vergiss ich nicht. Ja. Übrigens, der Uli, der hat mich auch ganz gut hergebracht. Gell, Uli? Woll, woll. Willkommen, Marei. Herzlich willkommen in meinem Haus. Ja, also, das ist von jetzt ab unsere neue Wirtschafterin. Ja, schaut sie sich euch noch an. Gefällt sie euch nicht? Na ja. Das kann ich mir denken. Segen der Einstand. Grüß dich. Ja. Gut schon. Grüß dich, ja. Teufel noch einmal, ist da dieser saubere Dirn. Na, was ist denn das da weg da mit deiner Bratzel? Okay, er hat's doch nicht so gemeint. Na, so komm, Marie, sitz nieder. Willst du was essen? Hast du einen Hunger? Nein, danke schön, wirklich nicht. Oder willst du vielleicht lieber schlafen gehen? Bist wohl schon müde, was? Ja. Na schön. Schon ein bisschen. Also, Lena, vorwärts, vorwärts. Da, nimm die Sachen und zeig ihr die neue Kammer. Also dann, gute Nacht, Mara. Rechte gute Nacht. Die erste unter meinem Dach. Gute Nacht, Bauer. Gute Nacht, Uli. Schlaf gut. Gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht. Na also, Uli, das ist ja großartig gegangen. Ja, aber du sag einmal, hat sie denn so schnell zugestimmt, die Bayerin, die Agnes, dass du ja das Mädel so knall und voll aus dem Haus geführt hast? Ah, ich hab einen kurzen Prozess gemacht, ihr gar nicht viel Zeit gelassen und hab die Maria gleich zusammengepackt. Du bist schon ein Sackra, du. Ja, es war gar nicht so schwer, Vater. Die Maria ist ja selber gern mitgegangen. So? Ist sie gern gegangen? Ich mein schon. Also jetzt gehe ich auch schlafen, Vater. Gute Nacht. Ja, du, Uli. Willst du noch was, Vater? Ja, okay, komm noch ein bisschen her, da zu mir. Ja, also du, ja? Pass auf, Uli. Ich muss da was sagen. Weißt, wie ich da unlängst in die Stadt gefahren bin?